Herzlich willkommen zur 300. Ausgabe des Eintracht Frankfurt Podcast. Mein Name ist René und außerdem heute mit dabei der Herr Basti. Gute. Der Herr Marvin. Hallo. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und ebenfalls die Karriere noch nicht beendet, Frau Alex. Tag schön. Ach, ist das schön. Ist das Back schön. In the game again. Sehr gut. Großartig. Ja, 300. Ausgabe, da muss man doch die Bande hier mal wieder zusammen versammeln. Und wir haben eine lange Themenliste für heute und wir haben vor allen Dingen jede Menge Audiokommentare von euch da draußen bekommen. Nachdem mein erster Aufruf nach Audiokommentaren ja irgendwie so ein bisschen, wie wurde mir es genannt, unmotiviert rüberkam, hatte ich gestern über Twitter ja nochmal angefragt und jetzt haben wir dann doch eine ganze Reihe an Audiokommentaren bekommen und die werden wir jetzt immer mal wieder so ein bisschen in die Sendung einbauen und ich würde sagen, wir fangen auch schon direkt mit dem ersten an. Wir haben, wenn ich das richtig gezählt habe, insgesamt 19 Stück, also allein deswegen könnte schon die nachfolgenden Sendungen um mehrere Stunden verzögern. Und ich würde sagen, Frau Alex darf jetzt mal einen raussuchen. Sag mal eine Zahl zwischen 7 und 26. Was ist denn mit der 3? Warum ist denn die raus? Frag nicht, sag einfach. 17. Die 17. Das ist der Frank und der hat uns Folgendes geschickt. Ich versuche euch immer zu hören und wenn dienstags Champions League ist, drehe ich den Ton aus und höre euch, weil Eintracht ist wichtiger. Darum also vielen Dank, ihr Dauergrüßer, notorischen Schalverlierer, Tonspuren, Jongleure und Eintrachtversteher für das wahrhaftigste Social-Media-Angebot zur Eintracht und an manchen Abend sicher auch das allerlängste. Kenne zwar eher die letzten 30 statt die letzten 300 Folgen, aber bleibt weiter kritisch, verbunden mit der Fähigkeit, uns aus einer skeptischen Analyse in 5 Minuten bis nach Europa zu reden. Und so soll es bitte auch kommen, nächste Saison, dienstags, meinetwegen auch donnerstags, auf jeden Fall mit euch und international. Tschüss. Nach Europa reden, hervorragend. Wo ich es gerade im Hintergrund gehört habe, ne? Also ich meine, wir müssen uns ja langsam darauf vorbereiten, dass die Eintracht tatsächlich in meinem Leben irgendwann nochmal Champions League spielt. Ne? Oh Gott. Also habe ich mich hingesetzt, mich darauf vorbereitet und mir mal diesen Text von dieser Champions League-Hymne angeguckt. Was? Also seid froh, dass man es nicht versteht. Ich habe ja, in den Sprachen, ja, das in den Sprachen und dann, die genau, Größten, die singen tatsächlich Chance, die Meister, die Besten, Le Grand, Le Champions. Genau. Was eine gequirlte, das war, also das sieht wirklich aus wie, da hat sich jemand hingesetzt, hatte 2 Minuten Zeit, dem Orchester oder dem Chor zu sagen, was er jetzt singen soll und hat irgendwelche Wörter aneinandergereiht. Also, also du beschreibst ja gerade... Ich hab da wieder Bock auf die Euroleague bekommen. Aber du beschreibst gerade jeden Dieter Bohlen-Song im Grunde, ne? Also insofern. Her brother, lubi, 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 oh, she's ja. Looking, looking to me. Ich war die gesamte letzte Woche beim Après-Ski und die Lieder da, die haben mehr Qualität gehabt. Okay. Aber meine Güte, was starten wir gleich mit so einem richtig geilen Soundbite vom Frank. Vielen Dank, viele Grüße. Und also von mir aus können wir trotz dieser komischen Hymne, was die Alex schon hier gerade gesagt hat, können wir von mir aus gerne trotzdem Dienstag starten, würde ich meinen, ne? Zur Not auch Mittwoch. Ja. Ich würde die Hymne auch ertragen, ehrlich gesagt. Ja, also es würde mir schwerfallen. Würde ich aber ihn aufnehmen. Für die Eintracht würde ich es tun. Ach, jetzt, wo ich den Text schon kann. Ja, eben, jetzt hast du eine Eule gelernt. Ich wollte gerade sagen, dann kannst du ja den Vorsinger machen hier demnächst dienstags wieder. Dann lass uns doch mal zu wichtigen Dingen kommen, die uns auf dem Weg Richtung Europa begleiten. Wir sind ja ein bisschen ausgefallen letzte Woche oder haben ja geplant quasi ausgesetzt. Und wir die haben Woche einfach nur vorbereitet. Es ist überhaupt nichts ausgefallen. Wir haben einfach nur vorbereitet. Ja, Alex war im, wie sie gerade eben schon gesagt hat, im Après-Ski-Trainingslager, ist deswegen auch trinkfest für heute Abend, weil bei so einer feierlichen Gelegenheit muss man ja auch anstoßen, nicht wahr? Und in der Woche davor war unser nicht mehr ganz so technikunaffiner Praktikant Basti an den Mikrofonreglern. An den Turntables und hat mit DJ Mara das Spiel Mainz vorbesprochen und wir müssen es jetzt noch quasi nachbesprechen. Und das war ja, ich würde mal sagen, solide könnte man es nennen, oder? Ja, also gut, die erste Halbzeit. Ich finde, die erste Halbzeit war ziemlich herausragend, muss ich sagen. Also natürlich hatten wir einen schönen Entry dadurch, dass wir das 1-0, was wir ja zwar selber gemacht haben, aber was der Torhüter Müller auch so ein bisschen selber reingewurstet hat, wenn wir ganz ehrlich sind, ja. Das war so ein bisschen ein Alltagsschuss,
den er durchgelassen hat. Für mich freut es ja, beziehungsweise ich muss jetzt, glaube ich, noch mehr Geld zahlen, weil Boateng wieder das Tor gemacht hat. Aber das war natürlich ein guter Start. So bist du ganz gut in diese Partie gekommen. Naja, und dann ging das halt im Grunde nahtlos weiter, ne? Ja. Das, er hat ein bisschen erinnert an das Pokalspiel. Mainz hat uns wieder die Büchse geöffnet, Gott sei Dank. Vielen Dank nach Mainz. Weil das war ja wieder ein Torwartfehler. Ich glaube, im Pokal war es René Adler, der gegen Rebic den Ball verloren hat. Ja, korrekt. Und jetzt, aber gut, den musst du auch erstmal aufs Tor kriegen. Wollen wir jetzt nicht komplett schmälern. Also ja, musst du trotzdem auch erstmal runterholen. Und ja, aber es passt auf jeden Fall. Oh Gott, Marvin. Sorry. Jeder andere hätte ihn ignoriert, aber Marvin nicht. Sorry. Ja, okay, oh, macht weiter. Das gibt eine Menge Outtakes hier, Leute. Eieieiei. Jetzt finde ich es auch witzig. Oh. Okay, ja. Was jetzt, Herr Rüffel? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Nein, auf jeden Fall war, es hat uns wieder so ein bisschen geholfen und die Eintracht hat das locker zu Ende gespielt. Ich fand das ein sehr angenehmes Spiel zu schauen, weil klar hat man immer diesen Grundpessimismus in sich, aber wenn man ganz ehrlich ist, war das ziemlich ungefährdet. Im Gegenteil, das hätte noch viel, viel höher ausfallen können, wenn Jovic so ein bisschen konsequenter seine Chancen genutzt hätte. Er hat, glaube ich, nochmal an die Latte geschossen in der zweiten Halbzeit. Aber was für mich so ein bisschen über dem Spiel steht, ist so eine kleine Frage, die ich auch gerne an euch stelle. Glaubt ihr, dass das das Spiel war, was Jovic so ein bisschen vor Aller geschossen hat? Also glaubt ihr, dass das jetzt so dieses Ding war, dass man sagt, okay, jetzt in Bremen startet Jovic? Weil ich das Gefühl habe, dass das zumindest bei vielen Fans, mit denen ich mich so unterhalten habe, das der Fall war. Ich bin gespannt, ob Kovac das ähnlich sieht. Weil ich muss sagen, ja, ich will ihm noch, jetzt werde ich nicht sagen, die Stange halten. Ich will ihm aber noch unterstützen. Ich bin immer noch Team Aller auf jeden Fall, auch wenn Jovic natürlich super gespielt hat. Grüße. Ich finde es schwierig, das an dem Spiel festzumachen, weil Mainz war halt echt, also eben. Also das Spiel konntest du beruhigt gucken, weil du dir sicher sein konntest, dass von Mainz einfach gar nichts kommt. Erschreckend, ja. Ja, ich glaube, was viel eher Aller auch so ein bisschen das Genick jetzt gebrochen hat, war das Testspiel in der vergangenen Woche. Gegen, ich hab's schon wieder vergessen, irgendwas Unterklassiges, wo er, ich glaube, einen Treffer hatte. Mhm. Und selbst da irgendwie dann auch in den Zeitungsberichten hinterher stand Haller immer noch in Formtiefe. Also das wäre halt echt mal ein Spiel gewesen, wo er sich auch den Frust vor der Seele hätte ballern können. Gotter hat, glaube ich, 4 oder 5 Tore in dem Spiel gemacht. Ist jetzt auch keine Bewertungsgrundlage, aber da hätte er es halt, also da hätte er tatsächlich auch mal wieder treffen können, um sich ein bisschen Selbstvertrauen, Motivation oder so für die nächsten Spiele zu holen. Aber findest du es wirklich so kritisch? Also so Testspiele finde ich eh immer ein bisschen, schwierig zu bewerten. Wie du sagst, anscheinend ja auch gegen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, welcher unterklassige Gegner das war. Heilig. Aber eigentlich muss man ja wirklich sagen, das Spiel jetzt gegen Mainz hat einfach gesagt, warum sollte ich jetzt wieder wechseln, wenn Jovic so gut funktioniert? Und in der Hinsicht muss ich wirklich sagen, bin ich schon auf der Seite, Basti, wenn du sagst, ja, ich denke, dass ein Jovic auflaufen wird beim nächsten Spiel, weil einfach das System Jovic-Rebic, insbesondere siehe, glaube ich, 2-0, super funktioniert. Genau. Mhm. Ne? Deshalb macht es eigentlich im Moment meiner Meinung nach keinen Sinn, einen Haller wieder reinzusetzen, auch wenn er jetzt in dem Testspiel 5 Tore geschossen hätte. Er ist einfach im Moment vielleicht in dem Spiel, das hat halt ein kleines Tief, aber der wird auch wieder seine Zeit bekommen und auch ein Jovic wird vielleicht mal wieder ein bisschen schwächeln, dann hat er wieder seine Chance, dann muss er die Leistung bringen. Ansonsten, was gibt's Geileres, als dass du wirklich so 2 Spitzenstürmer hast, die jederzeit sich gegenseitig austauschen können. Ja, es ist halt auch so ein bisschen gegnerabhängig, aber du hast natürlich vollkommen recht. Du hast es jetzt gegen Mainz gemerkt, wo natürlich auch die Schnelligkeit von Jovic dir zum Vorteil gereicht ist. Und dann merkst du halt, dass Rebic und Jovic eigentlich eine ganz gute Chemie einfach haben. Das hast du beim 2-0 gemerkt, wo Rebic echt super vorbereitet hat, Jovic dann das 3-0 gemacht hat, 2-0 gemacht hat. Das wunderbare Tor. Das hast du auch im Nachklang dann noch gemerkt, ne? Auch in der zweiten Halbzeit, als Jovic ja, keine Ahnung, 4, 5 Chancen hatte, da war auch wieder die ein oder andere Vorbereitung von Rebic dabei. Oh ja. Die beiden kommen halt gut miteinander klar. Das ist ja genau das, was wir uns
im Idealfall ja auch erhofft haben und sie bilden hier eine richtig gute Option, dann ist es ganz klar, dass ich sage, gut, jetzt kommt dann Bremen, da brauche ich jetzt vielleicht auch nicht dringend einen Brecher wie Allaire, der jetzt irgendwie das Spiel so ein bisschen ja aufklarbüstet, sondern kann weiter mit Jovic und Rebic dann agieren und im Zweifel habe ich dann trotzdem immer noch in der Hinterhand jemand, den ich zur zweiten Halbzeit oder Mitte der zweiten Halbzeit bringen kann, der nochmal ein anderes Flavor reinbringt. Also ich würde auch definitiv mit Jovic weitermachen. Ich meine, du musst überlegen, aus welchen Situationen er in der letzten Zeit seine Tore gemacht hat. Er kam oftmals rein, das war oftmals einfach ein Einwechselspieler und hat trotzdem immer wieder gezeigt, dass er halt für wichtige Tore gut ist und hat halt jetzt, ich glaube, hat jetzt genauso viele Tore wie Allaire gemacht, ne? Kann sein, ja. Ich glaube, er hat, oder zumindest genauso viele Tore wie er Boateng. Und dann merkst du Tore wie Boateng hat er auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Haller hat immer noch zwei mehr. Genau, okay, stimmt, ja. Aber er hat genauso viele Tore zumindest wie Boateng. Und dann merkst du natürlich auch, das ist ja auch schon eine richtige Nummer hier. Da hat er sich auch irgendwie in die Mannschaft hineinprotetisiert. Und ich denke, da gibt es erstmal nichts zu ändern, wenn es nicht durch Verletzungen notwendig wird. Auf jeden Fall. Eine andere Position, die sich aber ja heute anscheinend erledigt hat, weil ich gelesen hatte, Mascarell fällt aus. De Guzman hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Oh ja, darf man definitiv nicht vergessen, hat ja auch das ein oder andere Tor eingeleitet. Richtig, richtig. Das ist jemand für mich, normalerweise, wenn Mascarell fit ist etc., könnte man dann wieder sagen, wie ist es auf der, ist jetzt nicht unbedingt die Position, ist aber trotzdem was. De Guzman hat mir sehr gut gefallen, wollte ich nochmal herausheben von dem Mainz-Spiel, auch jemand endlich, der auch die Standards halt auch gefährlich schlagen kann, der auch mal für einen schnellen Ball, für einen Doppelpass gut ist. Also hat mir sehr gut gefallen, wie er sich die letzten Spiele ja schon, das war ja jetzt nicht nur gegen Mainz, sondern auch die vorherigen Spiele haben wir ja schon immer gesagt gehabt, wieder gut in die Mannschaft zurückgekämpft hat. Also man sieht auch Spieler, die mal lange Zeit jetzt weg vom Fenster waren, wenn sie Leistung bringen, dann spielen sie auch wieder kontinuierlich. Ja. Ich meine sowieso, die erste Halbzeit war ziemlich stabil gegen die Mainzer, fand ich, da haben wir nicht ganz so viel anbrennen lassen. Es gab aber immer mal wieder so kleine Minisituationen, wo ich mich dann doch geärgert habe. Ich erinnere hier zum Beispiel an eine Strafraumszene von Fallett, ja, wo er eigentlich fast einen Elfmeter provoziert hätte. Und auch Hasebe sah da nicht ganz so smart aus. Also aber hier Fallett auch erneut wieder ein bisschen Unruhe hat. Ja, nicht nur Fallett in der Situation. Ich habe es mir vorhin gerade nochmal angeguckt. Auch Wolf geht da nicht so richtig in den Zweikampf. Und dann spielt Hasebe dem Gegner quasi den Ball wieder vor die Füße, der dann da auch irgendwie nichts machen kann. Und am Ende wirft sich halt einfach Radetzky dann da auf den Ball. Aber den hättest du eigentlich schon 5-mal vorher aus dem Strafraum irgendwie raustauschen können. Und also da waren wir so ein bisschen wackelig hinten drin. Ja. Also das war nicht so ganz optimal. Man muss natürlich auch sagen, dass die Aufstellung auch gefühlt gegen Mainz einfach auch sehr, sehr offensiv war. Ja. Aber auch richtig so. Ich meine, Mainz ist halt eine Mannschaft, die irgendwo schon in einer gewissen Art und Weise einfach am Boden ist, die in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr schlecht performt hat. Und das war ganz klar das Ziel nach dieser beschissenen Niederlage. Ich denke, kann man das ruhig sagen, gegen Dortmund, wo du echt gedacht hast, Leute, dass du hier nochmal eine Reaktion zeigst, dass du wieder zurückkommst und dich auch nicht komplett kränken lässt. Natürlich, weil es war extrem unglücklich hier, wie du das Ding dann noch verloren hast. Aber gleich wieder eine Reaktion gezeigt, zu Hause wieder gewonnen, die 3 Punkte wieder eingefahren und sicher den Kurs beibehalten. Das sind die wichtigen Punkte. Ja, definitiv. Über Twitter kommt gerade eben nochmal der Hinweis, dass Jovic letzte Woche für die U21 von Serbien auch 2 Tore gemacht hat. Also er scheint gerade eben so ein bisschen in Torlaune zu sein. Und er hat in der Tat 6 Tore, genauso wie Rebic und Boateng, nur dass er dafür 10 Spielbeteiligungen weniger gebraucht hat. Ja, das muss ja halt mal geben. Und das ist natürlich schon brutal. Ja? Also richtig, richtig stark. Basti, was ist dir noch zu dem Spiel aufgefallen? Hast du da noch irgendwie großartig was gesehen, was du irgendwie ansprechen wollen würdest? Nee, eigentlich nicht. Ich war ja in Hamburg und war dann auch irgendwann schon ein bisschen betrunken. Weil ich war in der Eintracht-Kneipe dort, da gab es Apfelwein. Konnte man nachvollziehen, ja. Mhm. Ja, gab es Apfelwein. Auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ein angenehmes Spiel, weil ich hatte ähnliche Angst wie der Marvin, weil ich hatte Angst, dass wir können ja eigentlich uns nicht darauf verlassen, dass wir haben jetzt bisher nach jeder Niederlage haben wir eine Reaktion gezeigt. Ja. Ich warte auch gerne noch länger, bis das mal bricht, weil ich glaube, wir kennen ja die Eintracht und ich hätte nicht gedacht, so eine mental stabile Eintracht habe ich lange nicht gesehen. Wahrscheinlich jetzt in den letzten 10 Jahren nicht. Dass du
dich gar nicht verrückt machen lässt, selbst von so einem echt ekelhaften Last-Minute-Tor von Batshuayi, dass du dann einfach ganz souverän hast und du auch gar nicht irgendwie, da wird gar nicht diskutiert während dem Spiel, ob da hier überhaupt was drin ist für Mainz. Also du lässt diesen Gegner gar nicht kommen, sondern sagst ihnen hier, ihr seid schlecht, zwingst ein paar Fehler, zack, steht's 3-0, müsst eigentlich noch höher gewinnen. Und ich glaube, wir alle, die hier sind heute, erinnern sich dran, dass das eigentlich immer früher die Spiele waren, die die Eintracht dann verkackt hat. Und das ist eine neue, leider, ja. Das ist eine neue Qualität. Und ich weiß nicht, wo die uns hinführt. Ich will es gar nicht wissen gerade. Ich probiere es Woche für Woche zu ignorieren. Die Länderspielpause hat auch mal ganz gut getan jetzt. So ein bisschen, weil Kovac hat es, glaube ich, auch gesagt, alles mal auf Null setzen. Und das würde ich mit dem Mainz-Spiel gerne auch machen. Ich würde es gerne abhaken. Und jetzt tatsächlich schauen, ob mit Jovic oder Alea, ist mir Gott sei Dank egal. Das ist auch was, was ich da noch einwerfen will zu der Diskussion. Ja. Ich habe da, es ist gar nicht so, dass ich sauer wäre, wenn Alea nicht spielt, weil Jovic macht das auch super. Ja. Und wir hatten am Anfang alle irgendwie das Gefühl, die Ausstiegsklausel ist ziemlich hoch. Mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn er so weitermacht, ist sie eigentlich ziemlich niedrig. Also so schnell kann es im Fußball irgendwie gehen. Also am Anfang hätte ich gedacht, 12 Millionen zahlen wir für den nie. Jetzt denkst du, wenn er so weitermacht nächstes Jahr, mit einer kompletten Vorbereitung und vielleicht so ein bisschen mehr Zutrauen und Gewöhnung an das Spielsystem, dann könnte das echt ein Knaller werden und vielleicht bastelt Kovac ja sogar noch ein System, wo beide zusammenspielen können. Ja, ich wäre aus einem rein egoistischen Grund ein bisschen traurig, wenn Haller nicht spielt, weil den habe ich als einzigen Stürmer in meiner Kickbase-Mannschaft, dann würde ich da keine Punkte kriegen. Du bist auch der einzige Mensch, der Kickbase spielt. Das stimmt nicht. Ah, stimmt. Was man vielleicht nicht unerwähnt lassen sollte, ist, dass Willems wieder in der Mannschaft vertreten war und in der Stadt. Das habe ich auch noch auf meiner Liste stehen jetzt. Ja, aber das ist doch geil. Das ist doch super. Eben, so schnell kann es gehen. Du bietest dich an, du bist wieder eine Option und dann bist du wieder auf dem Spielfeld. Das ist doch das, was wir unter Kovac so lieben. Das wäre unter so vielen anderen Leuten halt nicht möglich gewesen. Aber er hat sich anscheinend angeboten und ich fand, er hat seine Chance auch genutzt. Ich fand, das war ein ordentliches Spiel, oder? Ich finde es krass, was für Spieler es mittlerweile gar nicht mehr in Kader schaffen. Ne? Also wenn du dir anguckst, dass Marco Fabian nicht im Kader ist, sondern auf der Tribüne sitzt oder Marc Stendera, ist ja überhaupt niemand mehr, von dem wir irgendein Comeback oder so erwarten. Das ist, finde ich, schon verwunderlich und auch ein bisschen beeindruckend. Also ist mittlerweile tatsächlich so, dass wir so breit aufgestellt sind, dass auch gute Kicker, die früher Leistungsträger bei uns waren, richtig hart kämpfen müssen, um ihren Platz zu finden. Das war auch so ein Punkt, der mir gerade so in der Situation mit Fabian jetzt so im Nachhinein nochmal sehr bewusst geworden ist, dass wir haben wir uns gefreut, als wir gesagt haben, hey, jetzt ist Fabian wieder fit und jetzt haben wir hier neue Kreativität im Mittelfeld. Und dann kommt ein De Guzman wieder und es ist eigentlich genau das, was wir wollten, nur dass es ein anderer Spieler ist und wir haben trotzdem noch den Fabian da irgendwo rumsitzen. Also es ist schon eine ganz, ganz andere Qualität, die da einfach gerade drin steckt. Das ist unfassbar, wenn man das vergleicht und ich nerve wahrscheinlich damit, aber ich sag's immer wieder, überlegt euch mal, dass wie lange, das ist noch nicht gar nicht lange her, dass das nicht so war. Zu sagen wirklich, wie Alex gesagt hat, Stendera spielt gar keine Rolle mehr. Früher wäre das der Spieler gewesen, um den wir ein System aufgebaut hätten. Ja. Das ist jetzt einer, der fällt jetzt raus, der kommt, schafft nicht meinen Kader. Aber ich weiß gar nicht, ob wir nicht vielleicht in 3 Wochen mal schauen, dann spielt er wieder von Anfang an. Weil ich finde es ganz wichtig, das Zeichen, was Kovac den Spielern gibt, dass er nicht so ein merkwürdiger, verschrobener Trainer ist, wie es viele sind, wo du das Gefühl hast, wenn einer mal draußen ist, ist er draußen, egal was er macht. Und dann gibt es Stress. Willems hat sich ein bisschen gehen lassen, so wie Fabian das gerade macht. Aber scheinbar, wenn er es rafft, kommt er auch wieder in die Startelf. Also ich finde das auch wichtig zu wissen. Und Kovac sortiert sich ja so einfach auch die Mentalitäten der Spieler, sortiert er sich ja quasi ein, wenn er es sieht. Weil ein Spieler, der sich, wenn er mal ein paar Mal nicht berücksichtigt wird, komplett hängen lässt, willst du ja vielleicht auch gar nicht haben, wenn es mal ernst wird. Und wenn er sieht, okay, Willems hat mein Wink verstanden und hat sich wieder reingehängt und kann jetzt auch wieder spielen, ist doch alles super. Dann sieht aber doch jemand wie Stendera auch, okay, vielleicht schaffe ich es dann auch wieder. Es kann sich schnell mal jemand verletzen und wenn ich immer 100% gebe, wird der Trainer mich auch aufstellen und wir wissen, wie schnell man sich verletzen kann und ich bin sehr, sehr froh. Ihr müsst überlegen, wir spielen echt einen guten Ball, wir haben aber noch Fabian und Stendera in der Mannschaft, in der Hinterhand meine ich. Das wären früher Spieler gewesen, die wären absolute Stammspieler gewesen. Das sind heute Spieler und ich werde als Welcome-Back-Geschenk für die Alex ihn jetzt auch noch erwähnen. Wer weiß, ob wir neben Alea und Jovic nicht noch eine dritte Option bald da vorne drin haben, der vielleicht in den letzten 4, 5 Spielen auch nochmal eine Rolle spielt. Und da denke ich tatsächlich an.
Noch lacht ihr, wenn der Marvin und ich dann auf Schalke im Halbfinale uns in den Armen liegen und er das 1-1 gemacht hat, dann reden wir uns nochmal. Grüße. Ja, auf jeden Fall. Und täglich grüßt der Alex. Dann muss die Alex aber wieder ihr Alex Meyer Fußballgott-T-Shirt anziehen. Mach ich einen Fernseher aus, sofort. Das wär so geil, Alex. Das kann ich ja eigentlich nicht im Podcast dabei, aber dann sind die eigenen Situation. Pass auf, der steht am Sonntag in der Startaufstellung. Das kann, aber der Punkt, den Basti eben gemacht hat, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger. Es gibt ganz wenige Spieler, die komplett eigentlich die rote Karte gezeigt bekommen. Das war natürlich im Jugendbereich der Dadaschow, der gezeigt hat, dass mit ihm nicht zu planen ist. Oder das war dann halt Regesel bei den Profis, bei denen es überhaupt nicht weiterging, die wurden jetzt irgendwie wirklich aussortiert, weil du gemerkt hast, es gibt von beiden Seiten eigentlich kein Comeback. Aber ansonsten ist jeder, egal in welcher Position, er ist doch immer noch im Fokus und kann eigentlich wieder reinrücken. Das ist schon immens stark. Aber wundert es euch nicht auch mit dem Blum, dass Blum dann zum Beispiel einem Fabian oder einem Stendera vorgezogen wird? Weil ich hätte das begründet mit, sie sind nicht das fit. Das liegt, glaube ich, an der Position. Ah. Ich glaube, das liegt am Typus. Du hast ja mit Stendera und Fabian Spieler, die eher stark sind, wenn sie den Ball haben, irgendwas Kreatives zu machen oder die einen feinen Fuß haben. Aber du hast weder mit einem Fabian noch mit einem Stendera Spieler, die vorne so das aggressive Pressing mitspielen können, die draufgehen, die Zweikämpfe gewinnen. Okay. Das ist ein Stendera nicht, das ist ein Fabian nicht. Und ja, um den Punkt auch noch mit in den Topf zu werfen, ist auch ein Alex Meyer nicht. Nein, nee, nicht so massiv wie die anderen Kandidaten, die da gerade unterwegs sind, das ist richtig, ja. Genau, und wer spielt denn sonst so auf der Position? Ne? Du hast einen Boateng, der giftig ist wie die Sau. Ein De Guzman läuft sich auch die Lunge aus dem Hals. Auch ein Wolf rennt und rennt. Und das ist aber ein Stendera nicht. Das ist richtig. Ja. Aber da passt Fabian ist halt auch eher, ne? Mhm. Genau, und Blum ist halt auch eher wieder so dieser Kämpfer-, Läufer-, Presser-Typ. Und ich glaube, deswegen hat er leichter eine Chance reinzukommen als ein Fabian und ein Stendera und auch ein Alex Meyer. Ne? Also das ist auch niemand, der vorne aggressiv anläuft. Das macht er zweimal und dann ist es vorbei mit dem Spiel. Ja, aber das ist ja, du brauchst ja verschiedene Spielertypen auf der Bank. Also ich glaube, es kann sowohl Blum, steht jetzt glaube ich nicht in Konkurrenzzustand, der Ron Meyer. Also ich glaube, Blum ist eher für die Außenbahn. Aber das bringt mich auf einen Spieler, bei dem wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich ein bisschen merkwürdig finde und was ich schade finde. Wer so ein bisschen untergeht, jetzt nicht komplett raus ist, aber Gacinovic hat es irgendwie nicht hingekriegt, längerfristig die Leistung zu bringen, die er noch Ende der Hinrunde gebracht hat. Wurde beim letzten Mal eingewechselt, glaube ich, ne? Genau, der ist so ein bisschen, ja, der ist so halb draußen. Natürlich liegt es auch daran, dass wahrscheinlich, dass keiner mit gerechnet hat, dass De Guzman, und man kann halt auch nur 11 aufstellen, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir haben endlich mal nicht so krasse Verletzungssorgen, dass jeder spielen kann. Aber bei Gacinovic, ich hätte Gacinovic trotzdem als einen Spieler gesehen, den ich unter den ersten 5 genannt hätte, wenn ich über die nächste Saison geredet hätte. Also wenn ich sagen würde, der bleibt auf jeden Fall und das ist ein wichtiger Spieler. Wäre vor ein paar Wochen noch so gewesen, gerade ist es nicht so. Ich hoffe, dass er zurückkommt, weil ich ihn trotzdem für einen Spieler halte, der unserem Spiel an gewissen Stellen was gibt, was wir ihn trotzdem nicht haben. Also der hat, wenn er das auf die Straße kriegt, was er kann, dann ist es echt ein überragender Kicker. Aber irgendwo hakt es bei ihm noch. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es ist. Hoffe, dass es bald verschwindet. Grüße. Hoffe ich auch. Ja. Stimmt, ja. Haben wir da noch was zu dem Mainz-Spiel oder können wir den Punkt soweit abhaken? Ach, ich muss noch mal ganz kurz erwähnen, trotz der Tatsache, dass er 3 Gegentore bekommen hat, finde ich den 20-jährigen Müller gar nicht so schlecht. Also ich meine, natürlich beim 1-0 sah er echt kacke aus, ja, das ist klar. Aber grundsätzlich finde ich, ist das kein schlechter Torhüter. Also wenn ich mir jetzt dann angucke, jemand mit wesentlich mehr Erfahrung wie der Adler, den fand ich teilweise echt bei der letzten Partie gegen die Eintracht wesentlich unsicherer. Da ist mit Müller jemand schon da, der natürlich noch ein bisschen Reibung braucht und natürlich auch noch ja das ein oder andere blöde Gegentor kassieren wird, aber das ist jemand mit Potenzial, den können wir im Auge behalten, egal was in der nächsten Zeit so passiert. Stimmt, die Mainzer Verantwortlichen sehen das aber ja anscheinend auch so, weil Adler ist doch wieder fit, oder? Also ich meine ja. Der ist wieder auf der Bank auf jeden Fall gewesen. Ja, also scheint auch sowas zu sein, dass da ein Müller sich auf jeden Fall auch bei den Verantwortlichen von Mainz eher in den Fokus gespielt hat. Aber ich bin da voll bei dir, Marvin. Ja, ihr hört mich wieder? Ja. Ja, ja. Ja, okay, alles klar. Gut. Ja, ne, wie gesagt, ne, fand ich auf jeden Fall eine stabile Nummer.
Gut, dann können wir den Teil auch abhaken und dann würde ich sagen, ist es Zeit für einen weiteren Audiokommentar. Dann darf jetzt mal der Herr Marvin hier eine Zahl sagen zwischen 7 und 26. Wir müssen vielleicht die Zahlen notieren, die schon gesagt wurden. Es wird irgendwann zu späterer Stunde, wird es ein bisschen schwierig. Ich nehme die 19. Noch habe ich das im Überblick. Wir reden dann nochmal drüber, wenn ich das Glas Whisky aus habe, ob ich das dann noch im Blick habe. So, das Nummer 19. Doppelt abspielen. Hi, Andi Klünder von Eintracht-Fans TV. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die 300. Sendung. Ich bin noch gar nicht so lange Hörer von euch, aber dafür ein umso größerer Fan mittlerweile. Ihr habt mir schon manch einen Stau auf der Autobahn unterhaltsam verkürzt. Macht weiter so. Wobei ich sagen muss, aktuell sind die HSV-Podcasts deutlich unterhaltsamer. Aber das ist dann meiner Schadenfreude oder es resultiert aus meiner Schadenfreude, damit die Uhr endlich wegkommt. Und ja, dann freue ich mich auch auf unsere nächste Sendung mit euch zusammen. Das ist ja dann unmittelbar, nachdem wir in Berlin eingezogen sind und so weiter und so fort. Macht ihr erstmal eine tolle 300. Sendung. Und zur 299. Sendung, wenn ich richtig gerechnet habe, muss ich sagen, die war mir etwas zu Mainz-lastig, aber die Antwort gab es ja Gott sei Dank von unseren Jungs auf dem Platz. Also dann, weiter so. Hervorragend. Grüße. Okay. Grüße, genau. Grüße. Ja. Mainz-lastig lag halt natürlich an der speziellen Aufnahmeweise. Ja, ich sehe schon, das nächste Mal müssen wir direkt mit Johannes dem Clown aufnehmen und nicht mit Mara. Dann vielleicht kriegt es dann einen anderen Schlag. Die Sendung dürfen wir dann aber nicht ausschreien. Ja, oder erst nach 22 Uhr. Das ist dann noch, muss ich dann noch zeigen. Ja. So, ich würde sagen, wir haben da eine ganze Menge. Da machen wir mal gleich noch den nächsten hinten dran. Herr Marvin, sagen Sie doch mal eine Zahl. Habe ich zwar eben schon, aber. Achso, es fängt schon an. Wie war das mit dem Whisky? Ist leer oder was? Ja, halb. Marvin, sag du doch auch mal eine Zahl. Ja, Marvin, cool. Sagt der Marvin die 19. Jawohl. Hallo, hier ist der Andi von Eintracht. Ach, Mann. Das zwei Zahlen hast du ausgehalten, René. Zwei. Schön, ja. Mist. Dann ist der Basti. Noch alles im Griff, Basti. Ich habe es alles im Griff. Ich nehme die 4. Ah, die 4 darf ich gar nicht reden. Genau. Ja. dann nehme ich die 22. Die 22. Gute. Auch wenn ich euch erst seit ungefähr der Relegationssaison höre, so wünsche ich euch doch herzlichen Glückwunsch zur 300. Episode. Macht weiter wie bisher. Fußball, gesellschaftliche Themen, Dummschwätzer, ganz großes Kino. Ja, und riecht euch ruhig ein bisschen mehr auf. Das schadet keinem. Grüße. Da war da ein bisschen Audio kaputt am Ende. Remake! Das war der Christopher übrigens. Ah, Grüße, okay. Das ist mein Special Friend. Ich wollte gerade sagen, irgendwie glaube ich, der Christopher ist Basti-Fan. Wie kommst du drauf, Alex? Der Christopher war derjenige, der mir die Karte für die Relegation auch besorgt hat. Ach geil, oh, der okay. Der Brudi ist das. Der hat mir jetzt vielleicht, ich weiß noch, ich habe jetzt noch nichts gehört heute, aber er hat mir vielleicht sogar Karten fürs, mir und dem Marvin, Karten für Halbfinale auf Schalke besorgt. Und spätestens jetzt bald werde ich mir ein Tattoo von ihm stechen lassen müssen, wenn es so weitergeht. Für die ganzen wichtigen Spiele. Nein, ich habe ihn auch schon ein paar Mal persönlich getroffen. Wir haben auch schon im Wagner zusammen gesoffen. Sehr, sehr guter Typ. Grüße. Stabil. Vielen Dank. Sehr cool. Genau, vielen Dank, Dankeschön, Christoph. Ja. Und dann würde ich sagen, Dennis hat noch definitiv keine Zahl ausgesucht, der darf jetzt auch noch. Dann nehme ich die 10. Die 10. Das ist der Richard. Das wird jetzt ein bisschen länger, also lehnt euch zurück und genießt. Oha. 300 Folgen Eintracht Frankfurt Podcast, 300 Ausgaben eines Podcasts über einen Verein, bei dem ich, so ehrlich muss ich sein, eigentlich, der mir eigentlich immer ein bisschen egal war, hier aus dem fernen Wien. Und ich muss es auch zugeben, ich habe damals nur angefangen reinzuhören, weil alle gesagt haben, hör den an, der ist extrem lustig, wenn sich die Knalltüten aufregen, was bei der Eintracht nicht alles so scheiße läuft. Aber ja, mit jeder neuen Folge und auch mit jeder weiteren Folge, wenn es der Eintracht mal gut ging, konnte man gar nicht anders als mitzulachen, mitzuleiden, mitzufiebern und
einem Verein, dem ich, wie gesagt, immer eher neutral gegenüberstand, doch langsam aber sicher eine Sympathie aufzubauen. Und wenn das nicht das Maximum ist, das ein Podcast über einen Fußballverein herausholen kann, ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Klar, der glorreiche Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke von 1904 eingetragene Verein wird für immer die Nummer 1 in meinem Herzen im deutschen Fußball sein. Aber auch ein gewisser Verein aus Hessen hat sich da langsam aber sicher ein ganz kleines bisschen dazu gesellt. Werte Grüße aus Wien von Richard Turkovic, Pressesprecher von Quidditch Austria und freier Sportjournalist für das Rechercheportal twitter.com. Stark, oh, vielen Dank, stark, Richard. Stark, stark, zwischendrin dachte Richard. Ich, er schläft ein. Nee, ich nicht nur er. Ich fand's mega gut, ey. Meine Güte. Vielen Dank. Ich finde es so brutal, wenn du dir überlegst, ich weiß, jetzt schweifen wir aus, ne? Aber wenn du dir überlegst, dass jemand aus dem fernen Österreich uns zuhört, das finde ich schon geil. Also ich meine, da kommst du zu jemandem, der normalerweise überhaupt nichts mit der Eintracht zu tun haben sollte, ja, und finde das dann irgendwie doch ganz gut, auch weil wir irgendwie so einen Mist machen. Mega geil. Richard war ja schon ein paar Mal hier, der ist ja auch extra öfter mal wegen Festivitäten, die wir hier gehabt haben, runtergefahren bzw. hochgefahren. Ich freue mich auf die nächste Feier mit dir, Richard. Vielen Dank. Genau. Das Grüße. Würde ich ohne mit der Wimper zu zucken so unterschreiben. Gut, dann haben wir doch hier schon ein paar weg. Du könntest noch einen wählen, oder? Ich könnte noch einen wählen, das ist eine gute Idee. Die Alex hat auch noch nicht, oder? Doch, ganz am Anfang. Nee, überhaupt nicht. Die Alex hat die 3 ausgesucht. Die wurde nicht gespielt. Die 4, die wurde auch nicht gespielt. Was soll das? Ja. Also ihr könnt ja nicht machen, was ihr wollt. Nur weil ihr jetzt so lange dabei seid, könnt ihr noch nicht machen, was ihr wollt. Ich bin heute Gast. Macht die 4 jetzt. Und die 3. Nee, die drei kommt nachher. Das ist ein Spezialjingle. Okay. Jetzt wissen wir schon, wie der Hase läuft. Genau. Wir könnten aber mal noch kurz sagen, 300 Folgen haben wir hier gemacht. Und da gibt es ja auch unterschiedlich oft Beteiligung. Und ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, wer von euch wie oft denn mit dabei war. Dennis, was würdest du sagen, wie oft warst du mittlerweile dabei? Oh, vielleicht 70 Mal? Nee, 91. Wow. Genau, Herr Marvin? Puh, schwierig, so 210 gesagt oder so. 255. Oh, okay. Wow. Okay. Ist schon solide. Frau Alex? 299. Keine Ahnung. Ja, 147. Musste ich anstrengen. Basti? Boah, ich keine Ahnung. 50 Mal. 105. Okay, also rechnen ist nicht so gut, ne? Und René, bei dir? 286. Sehr gut, sehr gut. Ja, also wir machen. An der Stelle möchte ich nochmal die Folge 1 und 2 hervorheben. Ja, ich wäre dann noch für Folge 3, weil das ist die erste, wo Alex mit dabei ist. Die könnte auch noch einen gewissen Charme haben. Ich bin ja der Download-Content. Googelt es. Die sind wirklich so gut, ja. Die sind übrigens alle noch im Blog. Also ihr müsst einfach nur weit nach hinten scrollen, dann findet ihr die alle noch. Ne? Na, da fragst du dich, warum wir keinen Platz mehr haben. So, dann suche ich mir jetzt auch noch einen raus und dann nehme ich mal die Nummer 25. Wie soll man da jetzt nicht sentimental werden? Ihr gehört inzwischen zu meinem Frankfurt wie die Eintracht selbst, der Handkäs, der Eppler, der Römer, das Bahnhofsviertel, der Eiserne Steg, die Vielfalt, der Johann Wolfgang und alles Gute, was die Stadt ausmacht. Einzige Kritik, ihr antwortet nie, wenn ich dazwischen quatsche. Bleibt wie ihr seid. Grüße. So, das war die Ed Zambrine 5. Grüße. Grüße. Ja, wie schön, ja. Freut mich. Das ist ja tolle Grüße hier, meine Güte, was geht hier nur ab? Nachbarin. Mhm. Und wir sind noch gerade erst am Anfang, das sind jetzt gerade erstmal die ersten 5 gewesen, da ist noch eine ganze Reihe mehr an Audiokommentaren. Bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, sollten wir aber auch erstmal zu dem kommenden Gegner kommen, der da heißt ja. Bremen. Ja, ist richtig. Am Ostersonntag, 15:30 Uhr. Bremen hat es ja gerade irgendwie geschafft, sich so ein bisschen aus diesen Abstiegsrängen da hinten raus zu wursteln. Die haben jetzt eine ganz ordentliche Serie da in den letzten Spielen hingelegt, sind aber ja noch nicht so ganz raus. Also so ganz abschreiben kann man sie bei dem Thema ja noch nicht.
weiß ich nicht. Also, ich schon, also ich so glaub, behindert, wie sich die anderen anstellen, ist Bremen eigentlich komplett durch. Ich habe es nicht im Kopf, aber ich würde fast mal sagen, wenn man sich die Rückrundentabelle anguckt, ist Bremen ganz weit oben mit dabei. Die haben die letzten Spiele, die haben wirklich auch einen geilen Fußball gespielt. Das wird einer der schwierigsten Gegner, die wir noch vor der Brust haben. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, in den letzten 10 Spielen hat Bremen 2-mal verloren. Ansonsten immer entweder gewonnen oder unentschieden. Und auch die letzten 4 Heimspiele hat Bremen kein einziges Mal verloren. Also die sind gerade halt auf so einem ordentlichen... Es wird ein hartes Brot. Die Alex hat es richtig gesagt. Wenn, guck dir die Rückrundentabelle an, da sind die Bremer, glaube ich, auf 6 oder 7. Mhm. Ich glaube, jetzt 18 Punkte geholt. Da merkst du einfach, da ist jetzt wesentlich mehr Zug da drin. In der Hinserie ja noch auf dem 16. Platz gelandet. Und jetzt sieht das alles schon wesentlich besser aus. Sie schaffen es einmal mehr, sich mit begrenztem Spielermaterial einigermaßen sicher zu positionieren. Und für uns wird das natürlich eine enge Kiste. Ich würde schon sagen, dass wir vom Spielermaterial wesentlich besser sind. Ja, ich denke, das ist mit diesem Selbstverständnis kannst du auch gerne mal nach Bremen fahren. Aber die darfst du halt nicht unterschätzen. Denn was deren immerwährende Stärke ist, ist diese Kompaktheit, über diese Geschlossenheit wieder zum Spiel zu finden. Du merkst auch, der Torhüter ist sicherer geworden. Die Abwehrreihen haben ein bisschen mehr Stabilität gewonnen. Wird ein enger Knacker. Also ich finde, Kofeld hat das echt gut gemacht. Ja. Also, der ist so der bisschen für mich der Anti-Nagelsmann. Also ist auch ein junger Trainer, der aber einfach auch mal still ist. Der macht seine Arbeit, der muss nicht sich über Silvester aufregen. So sieht's aus. Und der muss nicht irgendwelche komischen, merkwürdigen Sachen, dass man Transfersummen spenden soll, erzählen, um sich irgendwie zu profilieren. Nein, ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich angenehmer Typ, der auch weiß, wie man mit der Öffentlichkeit umzugehen hat, um so ein bisschen, dass er seine Ruhe hat. Ich finde, was der Marvin gesagt hat, ich finde unsere Mannschaft eigentlich auch besser, aber ich finde die Spieler, die Bremen, ich hätte es am Anfang der Saison auch noch gesagt, aber ich finde, mittlerweile haben die auch Spieler sich entwickelt, die schon, also ich sehe das fast als Spiel auf Augenhöhe mittlerweile an gerade, auch von der Form her. Ich finde so Belfodil, Delaney, der Torwart Pavlenka, also ja. Belfodil hat in Augsburg überragend gespielt. Also das ist ein Spieler, den hätte ich vielleicht vor ein paar Monaten noch nicht so auf dem Schirm gehabt, der kommt aber immer besser rein und da gibt es ja bei denen einige. Johansson hat auch immer ein paar gute Abschlüsse drin, also ich finde... Die haben uns zum Beispiel gezeigt, wie man in Augsburg gewinnt. Das haben wir nicht geschafft. Also die haben dort souverän 3-1 gewonnen. Wir haben oder sagen, sie haben solide mit 3-1 da gewonnen und da wäre noch das eine oder andere Ding mehr drin gewesen. Und was ich interessant finde, die spielen fast das gleiche System wie wir. Also die spielen auch so eine Fünferkette mit 3 Innenverteidigern. Das könnte sehr, sehr, sehr interessant werden. Das wird auch für Niko Kovac, glaube ich, eine Herausforderung, um sich auch als Coach zu beweisen. Weil ich finde so ein bisschen, also die Heimstärke von Bremen wiegt vielleicht so diese kleine spielerische Überlegenheit, die wir in den Individualisten haben, wiegt sich vielleicht gleicht sich aus. Das wird, für mich wird das ein Trainerspiel. Ja. Zu sagen, okay, vielleicht lässt Kovac sich was anderes einfallen. Und wer weiß, wer im Sturm spielt, wer weiß, wer über die Außen geht. Vielleicht kommt Fabian rein. Ich weiß nicht, was Kovac sich ausdenkt, aber ich habe das Gefühl, er muss sich was ausdenken und ich bin sehr, sehr gespannt, was das sein wird. Ja, sehe ich genauso. Also wie gesagt, also Bremen ist wirklich eine Mannschaft, die sich über die Kompaktheit wieder zurückgefunden hat. Und ja, du hast ja Belfodil genannt, auch ein Kruse, der auch wieder zurückgekommen ist, der wieder diese eine gewisse Stärke hat. Und wenn er da ist, ist er halt ein absoluter Leader-Typ, der die Mannschaft auch mitreißen kann. Es sind so viele kleine Positionen, die man nennen kann, die dieses große Ganze entstehen lassen. Und deswegen sind sie ja nicht zu Unrecht jetzt wieder ganz sicher in der Tabelle dabei. Da passiert auch nichts mehr. Also da gehe ich ganz fest von aus, die werden sich hier ganz locker über die Saison retten. Mal schauen, ob die vielleicht sogar noch Zehnter oder so werden. Das müssen wir dann abwarten. Aber Basti, du hast sehr, sehr gut zusammengefasst. Es kommt wirklich auf den Trainer drauf an. Es wird vielleicht echt ein Trainerspiel. Und trotz der Tatsache, dass ich Kohfeldt wirklich sehr mag, weil er für mich halt der Typ No Bullshit ist so, weißt du, der labert mich nicht voll die ganze Zeit und der beschwert sich nicht und der macht jetzt hier nicht einen auf Larry oder so, ne, weißt du, keine Ahnung, der klemmt sich nicht vor jedes Mikro und meint, er wäre der Geilste und so gefühlt, er würde 10 Angebote von Bayern bekommen, nein, der macht sein Ding und das zieht er gut durch, sympathisch, wie das der Verein Bremen ja grundsätzlich auch ist und dann kommt es ganz gut, aber ich hoffe natürlich, dass unser Nico schon weiß, wie er gegen Bremen aufzustellen hat. Weil das meint ihr, wenn... Ja, du erst mal, nee, sie noch? Ich wollte nur ganz kurz, das ist ein
sehr, 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 sehr wichtiges Spiel, aber das brauche ich, glaube ich, nicht betonen, wenn es in diese Phase der Saison geht. Da wären wir jetzt knapp von alleine draufgekommen. Aber du hast ja trotzdem recht, es ist halt so, es ist halt ein extrem wichtiges Spiel. Knackerspiel zu sagen, okay, wenn wir wirklich Bock haben, nochmal da oben reinzuknallen, dann... Du musst halt auch mal wieder auswärts gewinnen. Du musst halt, du kannst... Genau, das wollte ich nämlich damit sagen eigentlich. Ich wollte sagen, wir haben so ein bisschen, wir müssen ein bisschen Ausgleich in unsere Bilanz finden, zu sagen, okay, wir haben letztes Jahr eine geile Hinrunde gespielt, eine katastrophale Rückrunde. Jetzt haben wir in der Hinrunde geil auswärts gespielt, katastrophal zu Hause. Jetzt spielen wir in der Rückrunde super zu Hause und katastrophal auswärts. Ja, Mann. Bisschen, ich will mal so ein bisschen... Ja, die Varianz sollte sich so ein bisschen verringern, zu sagen, okay, Leute, vielleicht können wir wirklich, weil dann kommst du nämlich dann, was ich mir erhoffen würde, ist, dass die Eintracht niemals mehr in dieser Saison unter Druck gerät, da hätte ich keinen Bock drauf. Also, sondern, dass du wirklich nur noch Nice-to-have-Spieler hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel in Bremen gewinnst, was auch nicht unmöglich ist, weil wir dürfen bei allem Lob auch nicht vergessen, die stehen auch nicht umsonst, waren die eine Zeit lang da unten. Also, man kann dort gewinnen. Das ist nicht so, dass man sagt, boah, das ist unentschieden, reicht mir, sondern wenn die Eintracht einen guten Tag hat, wieder ein bisschen Spielglück hat, gewinnst du dort. Und das wäre ein ganz, ganz krasses Zeichen auch an die Konkurrenz, zu sagen, hier, wir sind immer noch da und die Spiele werden immer weniger und ihr werdet uns nicht los. Auch wenn wir vielleicht vom Namen her der Außenseiter sind unter denen, die sich für die Europapokalplätze bewerben. Aber Leute, wir sind noch da. Und dann spielst du zu Hause gegen Hoffenheim, die auch vielleicht noch ein Wort mitreden wollen. Und diese zwei Spiele, ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, langsam werde selbst ich dann irgendwann mal eine Prognose starten können, zu sagen, okay, vielleicht könnte es hier in die eine oder andere Richtung klappen. Aber ihr habt es doch schon auch richtig gesagt, Bremen, die haben zwar einen Lauf, aber die sind auch noch nicht von der Mannschaft so, dass sie ein Spiel machen können, dass sie das Spiel selbst von sich aus machen können. Wir müssen doch eigentlich nur schauen, was wir hoffentlich auch gut hinbekommen, defensiv wirklich knackig zu stehen. Die Spiele, gerade, ihr habt Belfodil letztes Spiel natürlich, der hatte viel zu viel Platz, dann sprießt er auf, ein Kruse vorne, den musst du eng nehmen. Dann ist das im Endeffekt, da hast du schon wichtige Spieler aus dem Spiel genommen, dann hast du vielleicht auch wieder die Situation, De Guzman gibt einen guten Freistoß oder eine gute Standard rein, machst ein Tor draus. Das ist doch was, diese Stärke, die wir die ganze Zeit gefordert haben, auch mal ein Spiel, lass doch mal Bremen das Spiel machen. Ich glaube nicht, dass sie so weit schon sind, vom Entwicklungsstand her auch. Ich denke schon, dass wir da richtig gute Chancen haben. Wir müssen nur aufpassen, dass die Abwehr einigermaßen sicher steht, weil Platz dürfen wir denen nicht lassen, dann kommen die natürlich ins Rollen und da habt ihr schon völlig recht. Sie haben letzten Spiele liefen wirklich gut, aber einfach auch, weil sie zu viel Platz hatten. Ein Spiel selbst machen, denke ich, sobald das Bremens Aufgabe wird, wenn sie daran noch scheitern, und das ist unsere Chance. Was vielleicht auch noch so ein Faktor sein könnte, wäre unsere Bissigkeit in den Zweikämpfen. Und da ist mir jetzt Bremen bislang auch nicht so sehr aufgefallen. Das ist natürlich auch was, womit du dir dann auch nochmal so ein bisschen da unter Druck setzen kannst. Gute Sachen, auf jeden Fall. Du musst nur zeigen, dass du es willst, dass du oben mitspielen willst. Das muss einfach auf dem Platz umgesetzt werden. Ihr habt es ja schon gesagt, wir kommen aus einem richtig geilen Spiel. Wir haben alle Chancen. Und jetzt musst du es einfach auch endlich mal wieder auswärts auf den Platz bringen. Und dann ist doch alles in Ordnung. Dann reisen wir die Stadt ab. Ja, die Sache ist, es ist insofern einfach ein extrem markantes Spiel, weil von den Auswärtspartien, die du danach hast, ist alles enorm schwierig. Das ist jetzt einer der wenigen Male. Das ist genau der Punkt. Wo du jetzt noch realistisch auswärts punkten kannst, auswärts gegen Leverkusen danach wird schwierig, ja. Auswärts. Bin ich auch noch gegen die Bayern auswärts? In München. In München. Oh Gott, später erst. Auf Schalke, das sind keine realistischen Punkte. Aber wenn, dann musst du halt nicht nur zu Hause die Punkte holen, sondern auch nochmal auswärts. Und ich wäre damit zufrieden und du könntest trotzdem genau die Richtung einschlagen, wenn du halt sagst, du holst jetzt diese drei Punkte in Bremen. Und dann gehst du hier mit richtig guten drei Punkten weg und dann kannst du schauen, dann brauchst du nur noch die Heimdinge erfolgreich gestalten und dann kannst du ja schon einigermaßen sicher sein, wenn du die Heimdinge einigermaßen gut bestreitest, dass du dann in den Europacup kommst. Sei das jetzt, also international, sei es Europacup oder sei es Champions League. Ja. Aber das brauchst du halt. Und da musst du jetzt nochmal einen Auswärtsdreier holen. Ja, das genau. Deswegen hatte ich das nochmal angesprochen, weil ich genau das finde. Ich glaube, das ist dann, es wäre sicherer zu denken, okay, lass uns das jetzt mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Können wir schauen und dann spielst du zu Hause gegen Hoffenheim. Das wäre schon, und ich, ja, boah, mich macht es nervös, aber das ist auch nicht unmöglich. Du kannst in Bremen und zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen, dann hast du 6 Punkte und dann wird es langsam ernst. Aber ich weigere mich,
also ich hoffe, dass die Mannschaft das auch so sieht und denkt, ey, wie der Kovac hat es gut gesagt, der stellt alles auf Null und jetzt rohrt einfach diese, was sind das, 7 Spiele sind es noch? Mhm. Ja, rohrt einfach diese 7 Spiele, als wären es die letzten 7 Spiele, die ihr jemals spielen werdet. Weil diese Chance, die wir aktuell jetzt haben, kommt nicht mehr. Und dann nach den 2 sind es nur noch 5. Und da sind 3, da sind Spiele dabei, da spielst du zu Hause gegen Hertha und zu Hause gegen HSV, glaube ich. Und auch gegen Hoffenheim kannst du auch noch gewinnen. So, ja, ich, ja. Und das ist, ja, da Marvin hat es gesagt, es wäre nice, wenn wir das jetzt machen würden. Und weil dann kommen diese Spiele. Ich will auf gar keinen Fall darauf angewiesen sein, in Leverkusen zu gewinnen. Aber wenn du da hinfährst und du musst nichts holen, plötzlich gewinnst du da auch noch. Und das kann dann vielleicht das sein, was dich in die Champions League trägt. Aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Ja, genau. Aber ich meine, genau, Basti hat es gesagt, du hast mindestens 7, wahrscheinlich eher 9 Spiele, weil wir auf jeden Fall in das DFB-Pokalfinale kommen und so, ne? Und ja, aber das sind halt trotzdem. Darf man auch nicht vergessen. Ja, ist auch noch dazwischen, ja. Ach, Alex, oder? Wie sieht's aus? Jetzt bin ich schon wieder nervös. Weil so entspannt Länderspiel hier, Deutschland, Brasilien, Manfred 33, jetzt kann ich nicht mehr schlafen heute. Alex, bist du auch schon ein bisschen euphorisiert oder hältst du dich noch ein bisschen am Boden? Nee, überhaupt nicht. Also komplett euphorisiert. Aber es sind halt auch so ein paar Sachen jetzt neu, ihr habt es eben schon gesagt, ne? Bayern, ich fahre übrigens hin. Kommt jetzt noch. DFB-Pokal ist halt eigentlich das, was mir momentan viel mehr auf der Seele brennt. Also keine Ahnung, wie es in der Liga weitergeht. Aber DFB-Pokal in Schalke zu gewinnen, das wäre halt schon geil. Hm. Ja, definitiv. Das liegt halt auch, das liegt zwischen Leverkusen und... Das ist... Geografisch meinst du jetzt, oder? Nein, von den Spieltagen her. Oh, natürlich. Also, 18.04. Ja, genau, zwischen dem Leverkusen-Spiel und dem Hertha-Spiel dazwischen. Das sind aber ich weigere mich trotzdem zu sagen, dass das Spieler und unser breiter Kader, das können die schaffen. Ich habe keinen Bock mehr auf so Spiele wie in Stuttgart und in Augsburg. Ich habe jetzt, das muss raus sein. Das muss, klar kannst du verlieren, auch in Bremen, aber nicht mehr so wie in Augsburg und wie in Stuttgart. Sondern das muss jetzt in den Köpfen angekommen sein. Leute, das sind noch, ja, Marvin hat es gesagt, 9 Spiele. Und das ist nicht viel. Also 9 Spiele, das. Da brauchst du, das ist jetzt auch nicht, wo du das irgendwie lange konservieren musst, sondern nein, das sind jetzt noch bis Mai, das ist nicht mehr lange. Das rohrt das jetzt bitte durch, als wäre es das Letzte, was ihr tut. Dann könnt ihr im Sommer überall hinfahren in eure Hotels in Dubai und ausruhen und alles. Aber die müssen das wissen und ich glaube das auch. Ich glaube das auch, dass sie das wissen und ich hoffe, dass man das in Bremen schon sieht. Zu sagen, da kommt eine Eintracht auf den Platz, ähnlich wie die in Dortmund aus der Halbzeit gekommen ist. Genau so. Zu sagen, nee, hier geht nichts mehr. Gut, in Dortmund hat es nicht geklappt, aber die Einstellung hat gestimmt. Und wenn die Eintracht so spielt und verliert, dann kann ich damit nicht gut leben, aber dann kann ich es akzeptieren. Und das hoffe ich jetzt einfach. Diese Wurstspiele müssen jetzt vorbei sein. Weil jetzt geht es um alles und dann schauen wir bitte, was am Ende rauskommt. Aber nicht, wenn man nicht verschlafen, bitte. Nee, nicht verschlafen. That's it. Wie sehr tut es uns weh, dass jetzt... Ich glaube, 11 Spieler sind es mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind und erst, ich glaube, morgen oder spätestens am Donnerstag wieder so in die letzte Vorbereitung für das Spiel einsteigen. Scheißegal, interessiert mich nicht. Hat jede Mannschaft, jede gute Mannschaft. Ja, eher positiv auch sogar, ne? Am Sonntag. Also, ja, genau. Ja, genau. Also, ich meine, keine Ahnung, in Jovic wird gut gelaunt zurückkommen. Fabian hat ein Tor geschossen, der wird gut gelaunt zurückkommen und vielleicht auch ein bisschen mehr Gas im Training geben. Also alles in allem kann das nur positiv sein. Barkok war mit der U20 unterwegs, der kam auch nicht so zum Einsatz. Gutes Spiel gemacht, Siege mit nach Hause gebracht. Also ich glaube, da kommt auch viel gute Laune mit zurück. Ja, wir haben sich Selbstvertrauen geholt. Ganz wichtiger Punkt, gerade jemand wie Barkok, schön, dass du das angesprochen hast, mit der U20 ein gutes Spiel gemacht, wurde gelobt. Das sind halt die Dinge, wenn er gerade in so einer schwierigen Phase ist, dann bringt ihn das noch eher ein Stück weiter. Also insofern, ich glaube, das ist im internationalen Profifußball gang und gäbe und wenn dann Leute mit einem positiven Ereignis noch zurückkommen, dann ist es umso besser. Also ich glaube, läuft.
Ich fand auch, die waren alle noch nicht so überspielt, dass du sagst, oh Gott, die hätten eigentlich eine Pause gebraucht, die Spieler, die da jetzt zum Einsatz gekommen sind. Und es sind auch manche, die jetzt endlich mal wieder ein bisschen, ihr habt es ja gerade schon angesprochen, Spielpraxis gesammelt haben und dadurch vielleicht wieder mit ein bisschen Selbstvertrauen auch jetzt zurückkommen. Und eventuell auch von dem Eindruck her nicht nur, dass sie im Endeffekt dort überzeugt haben, sondern im Endeffekt, beziehungsweise auch von sich selbst überzeugt waren, sondern eventuell auch Kovac hat ja auch, sagt man ja so blöd, überall seine Augen. Und ich denke, wenn du siehst, dass er in der Nationalmannschaft einen Spieler wie der Mods Einsatz gezeigt hat, wird das sich auch auf die Aufstellung vielleicht auswirken bei der nächsten. Ja, glaube ich auch, dass sich das eher positiv auswirkt. Ich meine, wenn du bei der Eintracht gerade nicht vorankommst und du kommst dann mal in ein anderes Umfeld und hast neue Leute um dich und hast einfach nochmal eine Chance, die komplett neutral ist, dann hast du auch vielleicht wieder einen leichteren Draht, irgendwie reinzukommen und Fuß zu fassen. Ja, also ich glaube, das ist eher alles positiv, als dass das irgendeinen Schaden bringt. Hm. Kommt ja auch keiner verletzt zurück. Das ist richtig und das ist auch gut so und ist auch wichtig, auch wenn wir einen breiten Kader haben, wie Basti vorhin schon gesagt hat, wir haben aktuell keine Verletzungssorgen und die müssen wir uns durch so einen Kram halt auch nicht reinholen. Stimmt. Was tippt er denn? Ich würde jetzt Aufstellung mal ausklammern, weil schwierig und Kovac uns da ja doch sowieso immer so ein bisschen überrascht. Aber was würdet ihr denn tippen, Frau Alex? Sie dürfen anfangen. Boah, sauschwer. Bevor wir angefangen haben, über Bremen zu sprechen, hätte ich auf ein Unentschieden getippt. Aha. Aber ich muss sagen, das hat mich ein bisschen mitgerissen gerade. Das ist so, wenn man sich hier trifft. Das ist schlimm. Ist doch scheiße, Mann. Ja, es ist doch so. Wollt ihr doch realistisch reingehen? Ich auch. Ja, ich kannst niemals Sport wetten nach so einer Sendung, Mann. Kannst nur verlieren. Ja. Sag das mal dem Axel. Ja, genau. 21 San Marino. Grüße. So, Frau Alex. Gewinnen wir 2-1. 2-1. Herr Basti, bleiben Sie bei Ihrem Tipp? Ja. 2-2. Dennis. Ach ja, mich euphorisieren und jetzt mit einem Unentschieden rausdrücken, oder was? Ja, Alex, ich muss dich zurücklassen, ich kann es nicht aushalten. Jetzt also weißt du, warum ich hier nicht mehr herkomme. Wir gewinnen dreckig 1-0. Dennis sagt 1-0. Marvin. Ach, ich habe 1-1 getippt. Das ist schwierig. Könntest du es noch ändern? Ja, ist ja recht. Nein, dann sage ich halt 2-1 für die Eintracht. Jawohl. Ich sage, das ist ein solides 2-0 für die Eintracht. Gibt es überhaupt keine Diskussion. Mhm. Keine Diskussion. Das. Und darauf jetzt nochmal eine neue Stimme, würde ich sagen, oder? Darauf jetzt mal noch eine neue Stimme. Dann, Marvin, such dir doch mal einen aus. 21. Die 21, das ist der Stefan. Hallo, lieber Eintracht-Podcast. Herzlichen Glückwunsch zur 23. Folge. Vielen Dank für die vielen Stunden Analyse, Besprechung, Tratsch und Klatsch und vor allem für die hervorragende Unterhaltung. Macht bitte genau so weiter. Besonders gefallen haben mir die Folgen, in denen ihr jemanden vom kommenden Gegner der Eintracht eingeladen habt. Also letztens die Wortpiratin und in der Hinrunde, glaube ich, jemand aus Bremen. Und jetzt, wo Alex Meyer wieder im Kader ist, hoffe ich, dass auch eure Alex mal wieder dabei ist. Grüße. So ist es. Ja, prompte Wunscherfüllung. Ja. Tada! Tada! Danke, großartig. Stefan. Danke, Stefan, mega. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal weiter. Der Basti darf sich einen aussuchen. Nämlich die 20. Die 20, das ist der Yannick. Hallo, liebes Eintracht-Podcast-Team. Hier ist der Yannick oder wie mich der Basti gerne nennt, Yannick. Erstmal natürlich Glückwunsch und danke für die 300 Folgen, die ihr jetzt aufgenommen habt. Obwohl ich gestehen muss, dass ich erst seit Nummer 215 angefangen habe, euch zu hören. Nichtsdestotrotz seid ihr seitdem aus meinem Podcatcher nicht mehr wegzudenken, weil ihr halt auch genau mit der richtigen Mischung aus Ernsthaftigkeit und Lockerheit über den Fußballverein Eintracht Frankfurt redet und so grandiose Rubriken wie den Dummschwätzer habt. Ich bin eigentlich nur voll des Lobes für euch. Das Einzige, was halt manchmal ein bisschen nervt, sind die Verbindungsprobleme oder so technische Aussetzer, aber da könnt ihr in den seltensten Fällen was dafür. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr euch ja demnächst mit dem Flugtaxi zu den Aufnahmen treffen. In diesem Sinne, oder aus macht Bus weiter, macht's gut und Grüße.
Ja, das mit dem aus dem Bus aufnehmen, das dauert noch bis, was war's, 20? 2050, lieber René, 2050 haben wir in jedem Bus in Deutschland WLAN. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir ab 2040 live vom Solheim Cup senden. Live vom Solheim Cup? Das ist quasi der Ryder Cup der Damen für die Leute, die das nicht wissen. Das hat der Dietmar Hopper das hier geholt. Oh, großartig. Den Solheim Cup. Das Solheim Cup, ja Leute. Das WrestleMania ist der Ausschnitt des Jahres. Ich reiche jetzt ja auch noch eine Soundfile ein. Ich dir vielen Dank für den Ausschnitt des Jahres, liebe Marvin. Das ist der ganze Ausschnitt. Das ist quasi der Reiterkopf der Damen. Großartig. Ja, Franz, jetzt hast du mich aber von meinem Hobby überzeugt hier. Ah. Es gibt den aber jetzt. Ja, genau. Naja, gut. Alex, sag du doch noch mal eine Zahl. Hatten wir die 14 schon? Nein. Die Alex nimmt die 14. Ich wollte gerade sagen, dem gehört die. Wer hat denn die Ehre? Oha. Oha. Genau, das ist der Ernie. Ernie und Bert. 300 Folgen Eintracht-Podcast. Ja, ich bin erst seit ungefähr 75 Folgen dabei, dafür aber dann regelmäßig. Und ja, freue mich eigentlich jedes Mal auf eine neue Folge. Was ich mal anmerken möchte, neben dem ganzen Lob, was ihr garantiert von allen anderen bekommt, ich find's ja schon fast ärgerlich, dass auch unter der neuen Führung der Eintracht gefühlt keine Kommunikation mit euch stattfindet. Wie viel tausend Leute hören euch denn? Wie viel tausend Leute könnte man denn hier über so ein Medium-Podcast erreichen und mal ein paar warme Worte mit den Fans wechseln? Ich meine, die Waldtribüne habt ihr schon besucht. Da ist doch der Sprung nicht mehr so weit, um einen Herrn Bobic oder einen Herrn Kovac oder wen auch immer mal persönlich oder per Skype mit ins Boot nehmen zu können. Also, liebe Eintracht, los, einfach auch mal zum Podcast gehen. Ansonsten weiter so, ja, und auf die nächsten 300. Grüße. Grüße. Ja, wir genau. Sollten den Leuten vielleicht auch mal sagen, dass die Eintracht wöchentlich anfragt, ne? Aber wir einfach nicht mehr wollen. Das passt halt nie in unseren Terminkalender. Schön wär's. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also je öfter, ne, ich darüber nachdenke und auch wir bekommen ja auch genau solche Anfragen, das finde ich auch super, dass der Andi das nochmal jetzt hier sagt, ne? Aber im Grunde, also bei mir schwindet dann irgendwann auch die Motivation dahingehend. Also ich meine, es gibt ja, glaube ich, viele, also wir sehen ja dann Leute wie, was weiß ich, Bobic, der irgendwie jede Woche irgendwo anders rumdackelt. Also ich habe dann auch gar keine Intention, dass der überhaupt noch bei uns landet oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird interessante Gesprächspartner geben. Da haben wir ja immer schon ein paar angefragt, das hat leider bislang nicht geklappt. Aber ich glaube, wir suchen uns die Perlen im Verborgenen aus oder so. Vielleicht. Wir können uns ja auch nicht mit jedem Fußballfunktionär jetzt hier irgendwie hier befassen. Sind ja nicht irgendwo befassen. Muss man auch eine Grenze ziehen. Ja. Ja, genau. Wir haben ja wichtige Audiobeiträge, die eingespielt werden müssen. Ja, kann ich sie mal bei ihrer Wurst stören oder so, ne? Den hatten wir auch noch, aber den habe ich jetzt heute leider hier nicht auf dem Soundboard. Da waren wir ja noch jung und unerfahren. Ja, aber ein Klassiker. Noch nicht so professionell unterwegs. Ja. Ach ja, die guten Alten. Naja gut, weiter. Herr Dennis, sagen Sie mal eine Zahl. Dann nehme ich die 7. Die 7, das sind die Pia und der Bewe. Gute Eintracht-Podcast, hier ist der Bewe und die Pia. Ihr seid jetzt mit der 300. Sendung am Start. Wahnsinn, so lange gibt es das Internet ja noch gar nicht. Ja, tolle Geschichte. Wir gratulieren ganz herzlich und hoffen, dass ihr die nächsten 3000 Sendungen genauso locker über die Runden kriegt. Eine schöne Bereicherung für die Fanszene. Coole Geschichten, coole Jungs und Mädels, die am Start sind. Ja, Grüße aus London. Wir sind hier gerade unterwegs in der Portobello Road. Ja, trinkt ein paar Bämbel auf euch. Ihr habt ja schöne Waldtribünen-Bämbel von uns bekommen. Alles Gute, bis bald. Genau, ja, hier um die Ecke stehen gerade Hugh Grant und Julia Roberts in Notting Hill. Coole Geschichte, lassen euch auch ganz herzlich grüßen. Wir trinken nachher noch ein mieses englisches Bier auf euch und wünschen euch alles Gute. Ciao. Ja, ja, sehr cool. Großartig. Grüße gehen raus an Pia und Bewe. Ja, herausragend. Siehst du mal, die lassen sich nicht nehmen, selbst im fernen Großbritannien einen Gruß zu schicken. Wunderbar. Ja, da kann man das ja auch machen. Da gibt es ja überall Internet, nicht so wie bei uns.
Ja, stimmt. Super. Ja, sehr, sehr schön. Grüße. Grüße, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt mit der 8 weiter. Mal sehen, ob ihr rauskriegt, wer das ist. Hallo René, Alex. Ah, ich weiß Dennis es. Und herzlichen Glückwunsch zur 300. Podcast-Folge von meiner Seite. 300 Folgen, beste Eintracht-Unterhaltung von Fans für Fans. Sehr geil. Ich kann mich noch gut an die Anfänge erinnern. Der eine oder andere Bauch war ein bisschen größer, dafür waren einige Bärte ein bisschen kürzer. Aber ich finde es richtig geil, was mittlerweile draus geworden ist. Von der Reichweite bis zu eurer Soundqualität, das ist richtig cool, was ihr dahingestellt habt. Wenn man zudem bedenkt, wen ihr auf der Eintracht-Bank alles so überlebt habt über die Zeit, dann ist es auch sehr gut. Und ich sage das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ansonsten hoffe ich, dass die Alex ihre Podcast-Karriere nicht analog zum Fußballgott ausklingen lässt. Von meiner Seite alles Gute, feiert die 300 und auf, dass die 500 bald voll wird. In diesem Sinne alles Gute und Grüße. Sehr schön. Der Jesus, der Jesus, genau. Mein Lieber, meine Güte, wie mich das freut. Auch früher ja und einen Eintracht-Blog gehabt, der Adler-Blog. Ja, freut mich. Finde ich schön, dass er sich die Zeit genommen hat. Ja, mit legendärer Geschichte zum Untergang. Ja. Oh, ja. Mhm. Oh ja. Oh ja. Definitiv. Meine Güte. Ja, auch lang ja dabei gewesen, Teil des Eintracht-Podcasts gewesen, viele Folgen auch mitgemacht. René, wenn du mal nachguckst, waren es bestimmt auch so 80, 90, vielleicht noch mehr oder so. Gehe ich mal von aus. Ja, vielen Dank. Ich sag jetzt nicht, wie viele es sind. Es sind ein paar weniger. Naja, egal. Genau, aber war lange mit dabei und auch im Hintergrund und hört uns immer noch und das ist toll und danke und Grüße. Dann würde ich sagen, machen wir mal wieder was Reguläres von der Themenliste und gucken mal auf die aktuellen Themen, die da an sind. Und das eine Thema hattest du vorhin schon gesprochen. Dardashow jetzt anscheinend komplett aus dem Kader raus. Alter, was ein Hengo, ey. Also da könnte ich ausrasten über so Sachen. Versaut's komplett in Leipzig, kriegt von der Eintracht die Tür wieder aufgemacht, ja. Und versaut's jetzt hier dreimal Nachgang. Also unfassbar. Genau, also da fällt mir nichts mehr zu ein. Für die es nicht mitbekommen haben, nochmal, was waren die drei Sachen? Das eine war, er kam übergewichtig aus der, ich glaube, aus der Winterpause zurück. Genau, deswegen durfte er bei den Profis nicht mehr trainieren. Genau, dann war er in der U-Mannschaft und hat dann im Training einen Spieler mehr oder weniger absichtlich verletzt in einem Zweikampf. Und ist da schon, hat schon eins auf den Deckel gekriegt, dann durfte er wieder mitmachen und dann muss es wohl zu einer Handgreiflichkeit auf dem Spielfeld gekommen sein und muss wohl da auch sich dann mit dem Trainer noch angelegt haben und jetzt sieht so aus, als wenn er einfach ganz raus ist. Nachvollziehbarerweise. Ja. Ich habe eigentlich immer ein Herz für solche Spieler, aber der Alex hat schon gesagt, das war jetzt einmal zu viel. Ja. Das ist ja auch mein Punkt. Ich habe mich sogar auch gefreut, als Leipzig zurückkam, weil... Ja, weil ich fand, was er in Leipzig gemacht hat, fand ich eigentlich sympathisch. Hat er ein paar Fertiggerichte im Internat verkauft, weil die dann... Ich weiß, bei solchen Spielern ist halt blöd, dass sie scheinbar wirklich keinen an der Seite haben, der die runterholt, weil vielleicht ist es... Ich weiß viel zu wenig über alles, was da passiert ist. Ich weiß auch nichts über die Schlägerei. Ich weiß auch nicht, ob der andere ihn provoziert hat. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wünscht man sich bei solchen Spielern, die offensichtlich Talent haben, denen das aber scheinbar in jungen Jahren, was vielleicht auch passieren kann, das würde einem von uns vielleicht auch passieren, mir sowieso, dass es dir zu Kopf steigt, wenn du dann so gehypt wirst und in Leipzig wahrscheinlich schon mehr verdienst als deine Eltern in jungen Jahren, dass du dann aber keinen hast, der dich an die Seite nimmt und sagt, ey, der weißt du, was der bräuchte? Der bräuchte eigentlich... Der hätte eigentlich bei den Profis sein müssen und Boateng an seiner Seite haben müssen. Der dem sagt, hier Digga, was du machst, ist nicht cool, ich habe das auch gemacht, das bringt dich nicht voran. Ich saß dann auch irgendwo in Portsmouth auf der Bank und habe mir 1000 Autos gekauft, das ist scheiße, konzentrier dich. Weil ich glaube, dass Boateng auch in seiner Karriere so Phasen hatten und er wäre derjenige gewesen, der ihn hätte vielleicht erziehen können, weil auf ihn hört er auch. Wenn dann so ein Pädagoge zu ihm kommt, das funktioniert, das kennt man alles. Schade ist es, aber ich glaube, wie Alex hat es gesagt, das war jetzt einmal zu viel und die Nummer ist leider, leider durch. Ich hoffe trotzdem für ihn, dass er es irgendwie noch hinkriegt und so ein bisschen geläutert ist, weil wäre sonst schade, weil ich glaube, er ist trotzdem echt ein guter Kicker. Ja, die Anfragen gibt es ja im Endeffekt. Ne? Es ist ja nicht so, als der Berater hat ja gemeint, würde mehrere Leute geben oder Mannschaften geben, beziehungsweise Vereine, die an ihm interessiert wären. Ich hoffe, dass es stimmt. Mich ärgert es
immens, denn ich meine, der U19 geht's jetzt auch nicht mega geil und so, die braucht ja eigentlich auch ihre Leute, deswegen ist ja umso schwieriger, jemanden wie ihn dann mit dieser Qualität auch wieder rauszuwerfen. Ach, ich weiß nicht, es ist eine beschissene Situation und ich hatte eigentlich gehofft, dass er sich bei uns auch irgendwie durchsetzen kann, nachdem er ja keine Chance dann mehr hatte bei Red Bull. Weiß nicht, ich weiß nicht, es gibt kaum Dinge, die mich so ärgern wie das. Ja, definitiv. Aber gut. Mit der Häufung, da kannst du dann halt auch als Verein irgendwann einfach nichts anderes mehr sagen, als das war's jetzt einfach. Ja. Vollkommen in Ordnung. Also ich meine, das ist der zwingend, ne? Genau, also wenn du dir das anguckst, förderst du ja so ein Verhalten auch nur, ne? Also ich meine, das ist ja, dass der ein bisschen über den Dingen schwebt, ist auch ersichtlich, wenn du dir einfach mal so sein Social Media Profil anguckst. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch für den einen Markt geben wird, auch hier in Deutschland. Also keine Ahnung. Ein anderer Kandidat, der so ein bisschen in die Richtung geht, ist ein Sinan Kurt, ne? Auch in jungen Jahren ganz hoch gehypt worden und aber nie die richtige Einstellung dann gefunden, um im Profifußball richtig Fuß zu fassen. Ja, aber es scheint ja Vereine zu geben wie eine Hertha, die so Spieler auch irgendwo sucht und versucht, daraus was zu machen. Ja, ich glaube, dass er, der muss, glaube ich, direkt in den Profikader. Das muss vielleicht sogar auch ein Zweitligist sein, die ihm wirklich vielleicht eine Sonderbehandlung geben können, dass er irgendwie nicht durchs Raster fällt. Und das können wir bei der Eintracht nicht. Das war ja bei Rebic sogar, es ist fast daran gescheitert, dass Kovac gesagt hat, er kann das nicht leisten. Und das können die bei Dadaschow dreimal nicht. Von daher müssen wir schauen, keine Ahnung. Wie lange hat er denn noch Vertrag bei uns? Noch ein Jahr? Raus. Zwei Jahre? Nee, der hat noch einen Vertrag. Der hat ja Anfang des Jahres oder Anfang letzten Jahres erst den Profivertrag unterschrieben. Genau. Also deswegen konnte also die Jugendleute konnten ihn jetzt erstmal nur freistellen, aber der hat ja einen Profivertrag. Und ich glaube, der geht noch 2-3 Jahre. Entweder bis 20 oder bis 21. Ja, 2020, ich habe gerade mal geguckt. Ja. Okay. Genau, aber deswegen ist da halt die schlussendliche Entscheidung jetzt bei den Profis, wie es mit ihm weitergeht, ne? Ja gut, mein wilder Tipp, wenn es weiter so gut mit Wien läuft, sehen wir den nächstes Jahr in Wien. Hätte er gleich die Chance, relativ weit anzugreifen, als einer der potenziellen Stürmer in dem Umfeld der Stammmannschaft. Und ich glaube, dass wenn er sich da dann, aber das Ding ist, wir reden halt ja nur vom Können. Das Faktische ist halt, das Wichtige ist halt, dass er halt auch einfach dieses Mindset hat. Und das ist das A und O. Ne? Ja. Naja. Schwierig. Ja, das definitiv. Dann haben wir noch ein weiteres Thema da auf der Liste. Das ist so ein bisschen eine Altlast von letzter Woche, die wir da nicht angesprochen haben. Vielleicht sollen wir es nochmal kurz erwähnen. So, der Held der vorvorletzten Woche, Max Eberl. Basti, möchtest du kurz erwähnen, warum? Ja, also weil er Nagelsmann einen kleinen Pisser genannt hat. Ja. Hat er sich bei mir in der Sympathieskala ganz weit nach oben geschossen. Hat er Pisser oder Wichser gesagt? Du kleiner Pisser, hat er gesagt. Wenn er Wichser gesagt hätte, wäre noch schöner, ja. Aber ich glaube, es war Pisser. Also das war tatsächlich Pisser. Das, was ich gehört habe. Und dann hatten sie, ich glaube, entweder in der ARD oder im ZDF, hatten sie dann das erste Mal ausgesprochen und hatten dann Pisser gesagt. Und dann hatte ich mir, also mein erster Hinhörer hätte was anderes vermuten lassen. Ist beides gut, auf jeden Fall. Nein, aber ich fand's sehr amüsant. Ja. Und ich glaube, den Nagelsmann kann sich da auch nicht beschweren, weil es gab, glaube ich, mal eine Szene mit Roger Schmidt, da haben die sich auch angekeift und da hat er auch schon Flaschen rumgeworfen. Also meine Güte, ich finde sowas sollte man gar nicht so hochhängen, weil, naja, gut. Grüße. Ich sehe gerade, das hatte ich noch gar nicht nachgelesen, dass er bestraft wurde. Dafür. Genau, Max Eberl hat dafür jetzt vom DFB-Sportgericht eine Geldstrafe von 5.000 Euro bekommen. Wird er auch verkraften. Ja, aber ist auch. Ja. Ich sag mal, es soll ja immer angeblich Vorbildfunktion und so weiter. Es wird halt so hochgekocht, dementsprechend die Strafe. Da sieht man auch, dass anscheinend der DFB denkt, das passt. 5.000 Euro ist dann auch in Ordnung, genau. Ja, ist trotzdem ein bisschen was. Okay. Gut, dann haben wir den Punkt auch und dann können wir wieder zu was erfreulich im Kommen. Es gibt eine Neuauflage der Aktion United Colors of Frankfurt, Bambletown. Jetzt zum Spiel gegen Hoffenheim am 8. April wird es das Logo wieder geben und es wird auch wieder
T-Shirts geben, die man käuflich erwerben kann für einen Zehner war es, glaube ich, gell? Ja, einen Zehner. Ja, ja. Genau. Auch gut, eigentlich überhaupt kein Geld im Grunde, ne? Also ich meine, 10 Euro geht immer und es geht natürlich im Grundsätzlichen erstmal darum, dann die Kosten dann auch zu decken mit den 10 Euro, aber falls irgendwas übrig bleibt, wird das Geld, das restliche Geld, was dann dementsprechend ja, gespendet werden kann, an die T-Stube Jona gespendet. Wer sich nicht im Klaren darüber ist, was das ist eine Organisation, die Obdachlosen eine Unterkunft gibt, dementsprechend auch Tee spendet oder so in Frankfurt, die aber momentan so ein bisschen vor dem Aus eigentlich steht. Infos, wenn ihr es mal googelt. Ich denke, dann könnt ihr mal weitergucken, aber so also im Großen und Ganzen ist es ja so, was ich euch gesagt habe, passt so. Genau, dafür können wir, glaube ich, dann auch schon mal empfehlen. Wir hatten ja vorhin den Andi von Eintracht-Fans TV gehört, die nehmen oder die strahlen monatlich eine Sendung aus. Und die Sendung, die jetzt am Donnerstag für den März kommt, wird sich mit diesem Thema befassen und die wird auch danach in der Mediathek von Rhein-Main-TV zu sehen sein. Ich hau mal den Link hier mit in die Shownotes, da könnt ihr euch das dann angucken, da wird das Thema auch nochmal sehr umfangreich beleuchtet werden. Ja, und dann habt ihr bis Hoffenheim noch ein bisschen Zeit und dann könnt ihr euch mit dem Zehner eindecken und auch mal so ein Shirt kaufen. Ich glaube, das schadet keinem. Rhein-Main-TV hat eine Mediathek. Krass. Rhein-Main-TV hat eine Mediathek. Wir haben ja auch quasi eine Mediathek, oder? Ja. Ja, also. Genau. Und dann haben wir noch eine Anmerkung von dem Stefan bekommen. Den hatten wir vorhin auch schon gehört. Und zwar gab es ja wohl irgendwie, das war mir jetzt auch nicht so bewusst, aber ich hatte es vorhin auch nochmal nachgelesen, dass Gladbach sich momentan so ein bisschen vermehrt über Muskelverletzungen beschwert. Mhm. Seine Schlussfolgerung ist, dass das unter anderem vielleicht daran liegen kann, dass denen in letzter Zeit der Athletiktrainer abhanden gekommen ist. Der ist nämlich mit zu uns gewechselt, weil das ein alter Weggefährte von Niko Kovac ist. Ja, stimmt. Der Lucia, ne? Heißt der, ne? Mhm. Genau, ja. Kennt sich noch aus Salzburger Zeiten. Das ist natürlich ein weiterer Minipunkt, der natürlich dazu beitragen kann, dass bei der Eintracht ein Stück weit besser läuft. Darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Ich hatte irgendwann die Personalie mal gelesen, dass Luis halt zur Eintracht gewechselt ist und die laufen ja auch, also wenn du dir die Bank anguckst bei der Eintracht, da laufen ja auch mittlerweile extrem viele Leute rum. Oder auch, was stimmt. Ist das denn, ja? Was macht der denn überhaupt? Warum hat der im Winter kurze Hosen an, ja? Krassert. Ja. Das ist ja. Der einzige Grund, warum der mir jedes Mal auffällt. Der geht mit den Spielern zum Aufwärmen und er ist der Einzige in kurzen Hosen und ist auch der Einzige, der nicht aktiv läuft. Also, krasser Typ. Und es war wirklich kalt. Ja, definitiv. Ja, aber guter Punkt kommt Stefan, ja. Stefan, dass er das da nochmal so anspricht. Ich gehe schon davon aus, dass es einen Grund hat, dass die Eintracht ihn geholt hat, nicht nur aus Buddy-Verpflichtungen, sondern weil der Mann einfach eine gewisse Qualität hat und wenn das zum Vorteil uns gereicht und die Gladbacher ein bisschen ins Hintertreffen geraten lässt, I take it. Ja, das ist ein ganz neues Gefühl, dass du das Gefühl hast, ob bei der Eintracht ist auch neben dem Platz auf vielen Ebenen Professionalität eingekehrt. Das ist echt ein neues Gefühl. Wir waren ja früher schon froh über jedes Einzelne und jetzt sind es so viele Sachen auf einmal. Social Media, Medizin, Trainer, Scouting, Ben Manga, bla bla bla. Hm. Da ist schon ziemlich viel passiert, das muss man schon sagen. Ja, ich muss sagen, ich habe ja eher gedacht, Mann, haben wir ein Glück, dass wir so von Verletzungen verschont sind, diese Saison oder relativ weiß, zumindest. Aber es kann natürlich sein, dass auch sowas dahinter steckt. Also genau. Ein interessanter Ansatzpunkt. Hm. Also ich glaube, vor der Saison wurde es ja auch besprochen, dass man auch in Sachen Verletzungsprävention arbeiten will und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das sind wahrscheinlich dann so stille Helden, wie der Dennis es sagt. Da macht man sich dann gar keine Gedanken drüber, weil man einfach froh ist, dass es nicht passiert. Warum es da nicht passiert, vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass da viel gecheckt wird und dass viel an der Trainingssteuerung auch richtig gemacht wird. Und das ist ja dann nicht nur Niko Kovac, sondern das sind dann auch noch Athletiktrainer, die dann vielleicht, bevor eine Verletzung eintritt, schon jemanden mal aus dem Training nehmen. Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich scheinbar. Ich habe das mal in irgendeinem Buch gelesen, dass der AC Mailand das schon irgendwie seit Jahrzehnten macht. Mhm. Und ist super, was bei der Eintracht ist. Wären wir, glaube ich, alle nicht so präventiv pessimistisch, weil die Eintracht uns das jahrelang antrainiert hat, würden wir, glaube ich, auch noch mehr durchdrehen. Aber wir müssen erstmal schauen. Ist auch ganz gut, dass wir nicht durchdrehen. Ne? Genau, ja. Eben. Genau, aber es waren ja alles mehr als notwendige Schritte und ja, aber die musst du halt auch erstmal gehen. Genau. Grüße an Heribert. Also es ist tatsächlich so, dass die eine oder andere Kritik, die auch immer an ihm abgeprallt ist, vielleicht doch nicht so unberechtigt war im Nachhinein. Ich will ja gar nicht, soll gar nicht als Nachtreten empfunden werden. Trotzdem,
zeigt's ja, wenn jemand wie Bobic, Hübner und Kovac, wenn die in dieser kurzen Zeit dermaßen gravierende Veränderungen herbeiführen können, spricht das ja auch dafür, dass da an gewissen Stellen, dass das überfällig war. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt Leute haben, die das auch gemacht haben. Ja. Genau, fragt man sich halt wirklich einfach nur an der Stelle, warum hat man das nicht eigentlich schon früher gemacht, weil genau, so das Hexenwerk scheint es ja in der Tat nicht zu sein. Das frage ich mich wirklich an manchen Stellen schon so ein bisschen, wenn du siehst, wie geil das an gewissen Stellen aufgestellt ist, das wirkt ja wie so ein Staudamm, der gebrochen ist, also so, bei anderen Vereinen läuft das ja ein bisschen über eine längere Zeit, bei uns kam das jetzt innerhalb von 1,5, 2 Jahren alles, weil tatsächlich wirklich scheinbar viel, viel, viel brach gelegen hat und kann man trotzdem auch nochmal erwähnen, finde ich. Muss man erwähnen und ich würde auch mal behaupten, wir haben den Schritt jetzt absolut noch an der richtigen, zum richtigen Zeitpunkt getan, weil wer weiß, wenn das jetzt noch ein Jahr länger so gegangen wäre, ob es uns nicht dann total abgehängt hätte. Genau. Naja, ich würde gerne ein Thema ansprechen, das habe ich gar nicht ins Dokument geschrieben. Ich würde gerne wissen, weil die aktuelle Diskussion so ein bisschen gerade hochkocht. Wie seht ihr denn die aktuelle Debatte und wie können ja den Eintrachtbezug nehmen, weil Hellmann äußert sich ja da ein bisschen differenzierter zu dieser 50+1 Debatte, die jetzt kurzfristig abgestimmt wurde, weil ich finde die Position von Hellmann ziemlich diskutabel, auch interessant, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll und bin gespannt. Kannst du sie erläutern? Also die Position von Hellmann ist ja, dass er grundsätzlich eine Öffnung für Investoren, besteht dem positiv gegenüber, will aber ein ziemlich dickes Regelwerk verankern, wo drin steht, dass der Investor, wenn er denn kommt, sich mit den Werten und Wurzeln des Vereines identifizieren muss. Das finde ich, hört sich gut an, zweifle aber an Umsetzbarkeit und bin trotzdem skeptisch, was das betrifft und finde es aber bemerkenswert, ohne das jetzt werten zu wollen, dass die Eintracht da schon andere Positionen einnimmt als zumindest 18 andere Vereine, die sich ganz klar für 50+1 ausgesprochen haben. Und ich hab in der Thematik selber noch keine große Lösung, außer dass ich eher tendenziell pro 50+1 bin. Aber ich bin gespannt, wie euer Take dazu ist, weil die Eintracht da schon so ein bisschen aus der Reihe tanzt und man sagen kann, die machen sich wenigstens zumindest mal Gedanken. Also erstmal finde ich es prinzipiell gut, die Diskussion dahingehend auch so ein Stück weit aufzumachen, weil für mich war das gefühlt bislang immer nur so eine Schwarz- oder Weiß-Diskussion. Entweder gibt es das komplett ganz mit 50+1 oder es gibt es halt komplett nicht. Aber zu sagen, naja, vielleicht gibt es auch irgendeinen Weg dazwischen, finde ich prinzipiell erstmal gut. Wenn man sich dabei halt auch noch so ein bisschen, ich musste da vorhin gerade drüber nachdenken, weil ich, als ich im Stau stand die 93-Folge, die aktuell dazu gehört hat, wo ihr ja auch lange darüber diskutiert habt und ich mir dann so ein bisschen die Frage gestellt habe, weil da in der Diskussion ist immer so ein bisschen dieses Gefühl war von wegen, naja, wenn wir 50+1 halten, dann haben wir den Fußballfan, also uns quasi im Stadion, wenn wir sie nicht haben, dann haben wir die alle nicht mehr im Stadion, sondern dann haben wir nur noch den Event-Fan da irgendwie im Stadion und ich frage mich, gibt es nicht auch irgendeine Kombination, wo du quasi beides haben kannst? Ja, also wo du den Fußball in der Art, wie wir ihn heute haben, ein Stück weit erhalten kannst, aber trotzdem, ich will jetzt nicht sagen konkurrenzfähig, weil wir werden niemals konkurrenzfähig sein mit einer spanischen oder einer englischen Liga, weil die generell einfach viel interessanter sind für den internationalen Markt, als es die Bundesliga jemals sein wird. Aber wo man nicht trotzdem irgendwie beides haben kann und das geht für mich durch die Anregung von Hellmann so ein bisschen in diese Richtung und von daher finde ich es prinzipiell erstmal gut und wäre da jetzt erstmal ergebnisoffen, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ich stehe dem Ganzen halt extrem skeptisch gegenüber, weil wann immer du ein Regelwerk aufstellst, um irgendwas zu verhindern, wird die Idee früher oder später komplett verloren gehen, weil irgendwo sich Leute finden, wenn es um Geld geht, die nur ein Interesse daran haben, Möglichkeiten zu finden, dein Regelwerk auszunutzen. Ne? Aber hast du die nicht heute schon? Guck dir Financial Fair Play an. Ja, hast du die schon. Ne? Also da hast du versucht, eine gute Idee irgendwie durch ein Regelwerk zu untermauern und zu sagen, da wollen wir hin. Und dann findest du halt 87 Millionen Wege, um das Ganze zu verhindern. Ich fände es gut, 50+1 beizubehalten und vielleicht sogar noch stärker durchzuziehen. Also genau. So Sachen wie zum Beispiel Rasenball, das hätte nicht passieren dürfen. Und damit machst du halt einfach die Tür noch weiter auf, dass das Ganze halt kippt. Du hast schon so Sachen wie, keine Ahnung, Bayer Leverkusen hast du seit Jahrzehnten mittlerweile an der Backe. Und dann machst du aber deine Tür immer weiter ein Stück auf und sagst, naja, wir haben ja auch einen VfL Wolfsburg und wir haben ja auch Bayer Leverkusen. Und dann
Ja, dann lass uns Rasenball auch machen und dann kannst du es auch sein lassen. Genau, sehe ich aus. Ja. Und, Habt ihr den Kommentar von Thomas Berthold gelesen zu dem ganzen Thema? Nee, aus zwei Gründen. Erstens ist es Bild und zweitens ist es Thomas Berthold. Genau. Und genau in der Qualität ist es auch. Also er schwört halt auf den englischen Fußball und bezeichnet alle, die jetzt in dieser Abstimmung beteiligt waren, als dilettantisch, weil sich nur St. Pauli irgendwie geäußert hätte. Andere würden sich einfach enthalten. Er beschreibt, dass die Eintracht als Kanonenfutter durch Europa reisen wird, weil die Bundesliga einfach so schlecht ist, und singt ein Loblied auf England und schreibt dann auch irgendwie so ganz unten, naja gut, jetzt kommen garantiert wieder die Leute, die sagen, dass in England die Stimmung scheiße ist. Ist sie auch, aber trotzdem ist England geil. Also ich würde mal ganz kurz sagen, dass Thomas Berthold jemand ist, der in Fernsehsendungen geht und vorher den Moderator fragt, was denn überhaupt besprochen wird, wenn er halt von der Bundesliga am Wochenende und er ist zu einer Fußballsendung eingeladen, hat er nichts gesehen. Also ich denke, auf dieser Diskussionsgrundlage befindet sich ein Thomas Berthold, und für ihn geht es ganz knallhart nur darum, irgendwie Geld zu machen. Ich glaube, das ist auch persönlich wahrscheinlich ein netter Typ, ja. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein lustiger Typ, mit dem du mal Bierchen trinken kannst. Aber von seiner mittlerweile von seiner fußballjournalistischen Fähigkeit halte ich überhaupt 0, gar nichts. Und solche Kommentare sind nur dazu da, genau zwei Dinge bei der Bild-Zeitung wieder hervorzurufen, Klicks zu erreichen, Geld zu erzielen, sowohl für die eigene Tasche als auch für die Bild-Zeitung, dadurch, dass Klicks erreicht werden, dadurch, dass Werbung reinkommt. Alles andere, es geht hier nicht darum, eine differenzierte Meinung sich zu positionieren, sondern möglichst populistisch möglichst viele Klicks zu sammeln. Thomas Berthold ist und bleibt ein unsäglicher Dummschwätzer, über dessen Positionen wir uns noch nicht mal richtig sinnvoll unterhalten können, weil sie so abstrus sind und er überhaupt selber gar nicht weiß, was da auf dem Fußballfeld passiert. Ich glaube, die Eintracht mit dieser Mannschaft, wenn die Spieler so zusammengehalten werden könnten, dieser Kader, ja, und das Spielsystem weiter kultiviert mit einzelnen Additionen, mit einzelnen Neubesetzungen, kann das durchaus eine Mannschaft sein, die kein Kanonenfutter ist. Aber ein Berthold, dem will ich es zugestehen, dass sein Geldbeutel größer ist als sein Geist. Insofern, whatever. Schöner Kommentar dazu, Marvin, auf jeden Fall. Stimme ich dir auch voll zu. Um nochmal ganz kurz den Bogen wieder zum eigentlichen Thema 50 ja. plus 1 zu spannen. Ich muss sagen, prinzipiell eure Argumentationen finde ich total einleuchtend und gerade auch mit dem Regelwerk. Ich bin eigentlich ein absoluter Freund davon, auch diese Idee von Hellmann, dass du sagst, okay, wir müssen uns ein bisschen bewegen, wir müssen da die 50 plus 1 ein bisschen modifizieren und mit einem harten Regelwerk dann gerade sowas wie das Logo darf nicht verändert werden, Stehplätze müssen in einem bezahlbaren Rahmen bleiben etc. Finde ich eine tolle Idee. Ich befürchte nur leider auch, dass es eben gerade dann auch die findigen Juristen gibt, die dann irgendwelche Lücken finden oder irgendwelche Konstrukte basteln, dass das dann nicht mehr so ist und die Regeln dann umgangen werden können. Deshalb muss man eigentlich sagen, was ist die Konsequenz daraus? Ich muss sagen, eigentlich dann lieber so, wie es jetzt ist, als dass du dann komplett die Seele verkauft hast, aber es wird auf lange Sicht halt leider auch nicht so zu machen sein. Also eine sehr schwierige Diskussion. Also ich finde, ja, ich will ja auch nochmal ganz kurz, will ich auch mal Senf noch dazu geben. Ich sehe es im Grunde ähnlich, finde ich, dass ich zumindest die Idee von Hellmann als, also muss ich den Werten anpassen, der Eintracht, finde ich grundsätzlich ganz gut, aber auch das kann ja insgesamt gesehen nur ein Teil des ganzen Topfes sein, denn auch hier geht es immer noch darum, dass wir eine Größegerechtigkeit herstellen müssen in anderen Bereichen. Sondern es geht, ich hoffe, ihr seid noch da, ja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, Mann. Und zwar, dass halt auch im Jugendbereich, dass wir ein anderes System hinbekommen, dass 16-Jährige, 15-Jährige nicht einfach so weggekauft werden. Dass es dann ein ganz klares Finanzierungskonzept gibt, dass du dann als Verein, der die Ausbildung gemacht hat, auch mehr als nur 3,50 Euro bekommst, wenn es dann Wechsel gibt. Oder allein, vielleicht machst du es sogar am Gehalt fest. Wahrscheinlich müsstest du es am Gehalt festmachen und nicht an den Ablösesummen. Eine realistische Entschädigung.
Entschädigung. Mhm. Genau, um eine realistische Entschädigung. Und dann hast du nämlich auch eine größere Gleichwertigkeit hergestellt. Das ist die andere Seite der Medaille. Also wir müssen, es bringt nichts, wenn wir uns nur über diese 50 plus 1, ist immer so das Steckenpferd. Und das ist das Wichtigste. Aber wir müssen uns auch auf anderen Ebenen über eine größere Gleichheit Gedanken machen. Und ganz ehrlich, Leute, lasst uns doch nicht die ganze Zeit über England labern. Mimimi, was ist das denn für ein Fußball? Ja, schön. Ich kann mir das bei DAZN nicht mehr angucken. Es interessiert mich nicht. Ich habe da ist keine Emotionalität für mich dabei. Hm. Ja, ich gehe doch nicht wegen dem klinischen Fußballspiel dahin. Das interessiert mich alles nicht. Ja, also keine Ahnung, für mich, der jetzt nicht mehr der totale Fußball-Hooligan ist und jedes Spiel sich tausendmal angucken muss, was jetzt irgendwie, was weiß ich, heute um 0.30 Uhr spielt in China, Qingdaozhong, was weiß ich, irgendjemand. Das muss ich mir nicht mehr nachts angucken. Mit 15 hätte ich das gemacht oder irgendwie die MLS oder irgend sowas. Brauche ich heute nicht mehr, ja. Für mich geht es darum, dass noch ein bisschen Emotionalität da hineinspielt. Und in England fehlt es für mich halt zu einem großen Teil auch. Und ganz ehrlich, wenn wir sagen, ja, die spielen so schön Fußball, das wird sich alles umkehren. Ja, das kann jetzt für eine gewisse Zeit kann das der Fall sein. Aber irgendwann kannst du das Rad nicht weiter drehen. Und dann gibt's wieder andere Entwicklungen. Wir erleben jetzt schon eigentlich so den Turning Point, weil mittlerweile sind alle Spieler grenzenlos athletisch. Laufen bis zum geht nicht mehr. Also hier wird gnadenlos am eigenen Körper optimiert. Und schau dir bitte an, wie gesagt, das ist eine Grundsatzdiskussion, die führt sich gerade aus, das ist ein ganzer Kreis, wollte ich sagen, denn guck dir an, was mit den ganzen heillos optimierten Spielern los ist, da kommen viele mit dem Druck halt auch nicht mehr klar. Woher kommt der Druck? Der Druck kommt auch daher, dass mittlerweile so unfassbare Summen im Raum stehen, und dann hast du jemand wie Mertesacker, der mal sagt, hier ist es teilweise auch krass so viel geworden, von einem smarten, intelligenten Spieler, der wohl weiß, wie er sich auszudrücken hat, und der formiert solche Bedenken, ja. Auch hier, auch da sehen wir, wie weit wir das ganze Rad drehen, und darüber müssen wir auch mal nachdenken, und ich glaube, wir würden gut daran tun, irgendwann mal ein Ende dieser heillos überkapitalisierten Fußballgesellschaft anzustreben, damit wir wieder ein Stück zurückgehen, und dann haben wir auch nicht mehr diese, dann ist nicht alles nur rein kommerziell gedacht, sondern kommen wir vielleicht zur Liebe zum Spiel irgendwann wieder ein Stück weit zurück, weil das bringt uns auch nicht weiter. Gute Punkte. Ja, das sehe ich genauso. Ich sehe es genauso, weil ich glaube, du kannst eigentlich auch mal ein bisschen antizyklisch agieren und zu sagen, okay, ich glaube, was wir links und rechts von uns sehen, wird wahrscheinlich irgendwann platzen. Und dann lass uns doch unsere Sachen nicht so aufblähen, dass wir dann zusammenfallen. Sondern ich glaube, die Bundesliga kann auch ein Gewinner sein, wenn eben gerade dieses Aufgeblähte, das ist ja wie ein Drogenrausch im Endeffekt, der geht ja auch irgendwann mal zu Ende. Der geht ja auch irgendwann mal zu Ende, und dann liegen die depressiv auf der Couch, während wir ganz normal hier uns gesund ernährt haben und sagen, hi, was geht ab? So ein bisschen... Du musst ja so ein bisschen, wenn du konstant einigermaßen bei deinen Werten bleibst, natürlich immer in den Grenzen, die es sowieso jetzt schon gibt, weil es ist ja, wir haben, gerade läuft hier parallel ein Länderspiel, da haben wir es ja, sehen wir ja, was man auch aus dem Fußball machen kann, wo irgendwelche Banner hochgehalten werden, hier, jetzt macht mal bitte gleich die Pappen nach oben. Aber ich glaube, dass dieses, was der Marvin gesagt hat, dieses Durchkapitalisierte, das wird irgendwann, das ist systemimmanent, das wird irgendwann platzen. Das ist ja so. Also du kannst ja einen Rausch nur erleben, wenn es auch einen Down gibt. Das geht, sonst wäre es ja kein Rausch. Und ich glaube, dass du einfach dem entgegenwirken könntest, indem du einfach ein bisschen unaufgeregter bleibst und eben nicht denkst, wir wollen genauso werden, weil wir werden nicht genauso. Und ich glaube, es gibt so viele Rufe aus England, die sagen, ey Leute, werdet eben nicht genauso wie wir, weil bei uns ist auch viel Scheiße. Bei uns können sich ganz viele nicht mehr die Dauerkarte leisten. Bei uns fehlt eine komplette Generation von Fans im Stadion, weil die Eltern ihre Kinder nicht mehr mit ins Stadion nehmen können, weil die da 500 Euro pro Spieltag zahlen würden wahrscheinlich. Und das sind alles Begleiterscheinungen davon, wenn wir immer mehr Geld in den Verein, in den Fußball pumpen wollen. Ich verstehe einfach nicht, warum diese Diskussion so aufgeregt geführt wird, auch von den Medien, die wirklich probieren, das auch zu steuern. Also das wird ja probiert zu steuern von gewissen Medien, die uns unbedingt erzählen wollen, wie nötig diese Aufweichung der 50-plus-1-Regel doch ist, ohne mir zu sagen, warum. Weil nur weil der FC Bayern in der Champions League konkurrenzfähig sein soll, will ich doch nicht was aufgeben, was mir Spaß macht. Dann soll der Rummenigge, sorry, sich ins Knie ficken. Sorry, da muss er das alleine für sich regeln. Da kann er mal auf meine Unterstützung nicht zählen und auf die von St. Pauli dann auch nicht. Und dass er das nicht versteht, entlarvt ihn eigentlich.
Und das ist aber genau der Punkt, da will ich nochmal ganz kurz einhaken. Das ist nämlich genau der Punkt. Warum müssen wir immer über diese vermeintlichen Schwächen sprechen, sondern anstatt viel über die Stärken, die wir haben, weiter kultivieren? Wir werden nie die englische Liga sein. Das ist aufgrund dieser Sprachbarriere, die es logischerweise gibt. Englisch wird überall auf der Welt gesprochen, Deutsch nicht, und das ist auch ganz gut so, ja. Und wenn ich lauter Kartoffeln hier die ganze Zeit Deutsch sprechen höre oder Englisch sprechen höre, ja, also the Germans und so weiter, also das wissen wir sie nie hinbekommen. Ist auch egal, muss auch nicht sein, denn die deutsche Bundesliga hat eine eigene Qualität, die hat eine eigene Fanqualität und so weiter. Und das musst du weiter stärken. Und vielleicht musst du dann sagen, ja, weißt du was? Wie zum Beispiel, guck dir die NFL an. NFL ist so ein hochkultiviertes Produkt, ne? Das unglaublich viele Leute auch in Deutschland anzieht und ein Entertainment-Produkt, gleichzeitig aber auch ein gefährliches Produkt für viele Footballer. Und irgendwann, aufgrund der ganzen Kopfverletzungen, die sie in der letzten Zeit erlitten haben, aufgrund der auch natürlich Steroidbelastung, kannst mir erzählen, was du willst, guck dir die Hammer doch mal an, auch Gesundheitsbelastung. Irgendwann wird es so sein, dass die NFL sagt, ja, entweder wir müssen zurückdrehen oder es gibt eine andere Liga, die sich neben der NFL auftut und sagt, wir sind das Konkurrenzprodukt, wir sind nicht genauso athletisch, wir machen aber andere Dinge total gut, schützen unsere Leute und sorgen mit einer hohen Produktionsqualität, einem höheren Entertainmentwert oder so, dafür, dass wir gewisse Defizite ausgleichen können. Und genauso muss die Bundesliga agieren. Das ist beispielsweise wie, niemand kann die WWE sein. Die WWE im Wrestling ist das höchste Produkt der höchsten Produktionsqualität. Da gibt's nichts. Aber was passiert mit der WWE? Sorry, wenn ich so einhake, aber was passiert mit der WWE? Die wird auch austauschbar und hat ein Publikum auch angezogen, was es nur noch darum geht, irgendwie zu machen oder sonst irgendwelche, das als Spaßveranstaltung zu sehen, was mich teilweise nervt. Und das wird mit dem Fußball auch passieren. Und wenn die Leute aber dann irgendwann was Neues finden als die WWE, dann sind die auch weg. Und das wird dem Fußball auch passieren. Das wird dem Fußball genauso passieren. Und da muss man doch aufpassen, dass man so eine romantisierte Basis, was eh nicht rational zu erklären ist, dass wir die Eintracht so vergöttern, ist rational nicht zu erklären. Die Spieler, die da spielen, die bockt das, glaube ich, nicht, wie es uns geht, aber wir bilden uns das ein und wir gehen dahin und du hast eine Gemeinschaft, du triffst deine Freunde alle zwei Wochen oder einmal die Woche dort, du fährst auswärts, wir machen hier den Podcast, die Leute hören uns zu, das ist ja so viel, du hast es ja bei Berlin beim Pokalfinale gesehen, was hier in dieser Stadt möglich ist, wie man das elektrisieren kann. Warum will man das denn aufgeben gegen vielleicht ein anderes Publikum, was über einen gewissen, begrenzten Zeitraum vielleicht 3-4 Mal so viel Geld ausgibt wie wir, was dann aber weiterzieht, wie in so einer Bar. Das ist doch wie in jeder Bar in Frankfurt so. Dann ist die Bar mal gehipstert, da kommst, kriegst keinen Platz. Wenn dann irgendeiner keinen Bock mehr hat, dann gehen die weg und dann gehen die pleite. So, dann habe ich doch lieber eine Kneipe, wo die Leute seit 30 Jahren schon zu mir kommen und ich weiß, ich kann meine Rechnung bezahlen. Ich verstehe diese Diskussion. Ich verstehe nicht, was genau der Marvin vorhin gesagt hat, dass das vergessen wird. Ja, genau. Das mehr wollte ich auch nicht sagen. Und ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst. Da muss man einfach mal ein bisschen realistisch denken und nicht hier auf jeden Scheißtrend aufspringen, sondern langfristig planen. Muss man auch mal tun. Ja, schadet, glaube ich, nicht gerade auch. Das ist so ein Punkt, den ich gerade so ein bisschen in dieser ganzen Diskussion vermisse, wie Basti es vorhin gesagt hat. So, keiner kann so wirklich erklären, warum wir diese Regelung aufgeben sollten. Und was mir halt in der ganzen Diskussion auch so ein bisschen fehlt, ist so diese Ausrichtung. Was will denn bitte ein DFB, eine DFL? Wo wollen die denn mit dem ganzen Thema in 5 Jahren oder irgendwas stehen? Für mich ist da kein Konzept dahinter momentan. Es geht nur um den kurzfristigen Erfolg. Genau. Da hat Basti halt vollkommen zu Recht auch wieder Rummenigge ins Spiel gebracht, der natürlich seine Vormachtstellung, die natürlich, wenn ich der Chef des FC Bayern bin, dann muss ich vielleicht auch so denken und muss vielleicht genau diese Interessen halt auch so forcieren, dass er das in der Art und Weise macht, die nicht wortgewandt ist, die natürlich auch ja wenig smart ist, ja, die halt typisch Rummenigge ist, ist auch klar, aber er denkt halt kurzfristig an den internationalen Erfolg des FC Bayern, das Rad weiterdrehen, mehr Geld verdienen für alle. Das ist halt genau das einzige Konzept. Genau, aber es gibt halt außer, und da nehme ich halt einfach den DFB und die DFL halt so ein Stück weit in die Pflicht, es gibt halt noch 17 andere Vereine in der ersten Bundesliga plus die 18 in der zweiten Bundesliga, Hast du halt in dem Konstrukt auch. Du kannst halt nicht nur nach dem einen gucken. Kommen wir später auch noch zu, weil das finde ich unglaublich. Ich finde unglaublich, was für ein Verständnis, sein Selbstverständnis Karl-Heinz Rummenigge hat. Der ist ja fernab von allem. Und der zeigt es uns jede Woche, aber kommen wir gleich zu. Genau, kommen wir noch dazu. Der Dennis hat noch das Thema Eintracht weiter ohne Mascarell, glaube ich, ins Dokument geschrieben. Das können wir aber ganz kurz ja behandeln. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Ist leider Gottes, ich hatte es vorhin gelesen gehabt, der ist ja schon seit Mitte Februar mit Schmerzen im Fuß, glaube ich,
fällt er aus und jetzt war er auch in der zum Auftakt der zweiten Trainingswoche der Länderspielpause auch wieder nicht dabei. Also sieht schlecht aus für Spiel gegen Bremen. Für mich ist das immer sowas, das hatten wir damals ja auch mit Abraham. Scheint eine stärkere Verletzung zu sein, die aber so nicht öffentlich gemacht wird, warum auch immer. Bei Abraham damals das gleiche Spiel. Ich glaube, da hieß es erst, ach, da ist ein kleiner Schlag passiert, ist alles in Ordnung. Dann ist er 6-8 Wochen ausgefallen. Bei Mascarell jetzt wieder ähnlich. Ja, einfach schade, weil ich weiß nicht, wie lange er uns ja dann auch noch erhalten bleibt. Nach der Saison wird es ja auf jeden Fall, denke ich, könnte es soweit sein, dass er uns verlässt. Ich hätte gerne noch ein paar Spiele von ihm erlebt und gerade auch im Kampf dort oben noch ein paar Akzente zu setzen, hätte uns sicherlich weitergeholfen. So bleibt es zu hoffen, dass er nach Bremen dann irgendwann wieder dabei ist. Ja, ich hab's befürchtet, als es angefangen hat. Ja, aber gut, kann man nichts machen. Ich würde sagen, das hatten wir doch bei Abraham damals auch. Seien wir froh, dass quasi der Guzman, den wir, glaube ich, alle, wenn wir ehrlich sind, leicht schon abgeschrieben hatten, derart aktiv und dramatisch zurückkommt. Gerade was unsere viel gelobten und geliebten mittlerweile Standardsituationen betrifft. Ja, stimmt. Und der Rubeck hat gerade eben im Chat noch das Thema Trainer eingeworfen. Da kommen wir ja quasi von der 50+1 zum nächsten Thema. Nachdem Herr Tuchel ja den Bayern abgesagt hat, Kovac, glaube ich, nach wie vor einer der langsam wird's heikel, glaube ich. Der ja, begehrteren Kandidaten. Ja gut, also ich meine ganz klar, wenn du 1 und 1 zusammenzählen kannst, dann ist logischerweise ganz klar, ich weiß auch gar nicht, ob Tuchel abgesagt, das ist ja auch alles ein Bullshit. Ich habe irgendwie das Gefühl, aber bloß die Diskussion nicht aufkommen lassen zu der Phase jetzt, finde ich. Nee, du hast vollkommen recht. Ich denke, wir müssen uns konzentrieren. Ich glaube auch, dass Kovac überhaupt keinen Bock auf die Diskussion hat. Nee. Natürlich ist er logisch gedacht einer der heißesten Kandidaten, auch wenn ich seine persönliche Lebensplanung so einigermaßen im Kopf habe. Spielt jetzt auch keine Rolle, aber es wird über kurz oder lang wird er nicht ewig bei der Eintracht bleiben. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir die 9 Spiele, die wir jetzt noch vor der Brust haben, bestreiten. Und was danach ist, dann werden wir es einfach sehen. Und die Sache ist ja auch die Bayern, auch wenn sie jetzt sagen, ja, brauchen langfristige Planung für die Spielerkader, die haben immer noch das Geld, dass sie auch ein bisschen kurzfristiger noch ihre Leute holen können. Das ist bei anderen Vereinen nicht der Fall. Also insofern, ich will auch recht nicht darüber sprechen, aber ganz klar ist natürlich, dass er wahrscheinlich der geeignetste und smarteste und sympathischste Kandidat wäre, der mir einfällt neben Hasenhüttl. Ja, den hätte ich jetzt nicht bei sympathisch eingeordnet, aber okay. Der ist schon kein Arschloch, das ist ein Vogel, aber naja, egal. Er wäre auf meiner Skala eine andere Position, aber nun gut. Nee, ich habe ja neben, kann ja auch neben drunter sein. Ja, weit drunter. Gut, ja, dann würde ich sagen, sollten wir die Diskussion jetzt auch nicht vertiefen. Das bringt uns jetzt in den verbleibenden 7+2 Spielen da auch nur noch so ein bisschen raus und Basti möchte ja gerne weiterhin auf der Euphoriewelle reiten. Nee, ich reite da, ich gucke mir die Euphoriewelle an und komme immer mal wieder drauf und gehe wieder runter. Muss immer und gucken. Fällst ins Wasser und steigst wieder drauf. Genau, ich falle dann wieder runter und dann, wir schauen mal, was passiert. Genau. Hervorragend. Dann würde ich sagen, bevor wir zu unserer wöchentlichen Lieblingskategorie kommen, sollten wir noch ein bisschen Hörerfeedback einfließen lassen. Der Christoph hat es nicht geschafft, uns eine Tonaufnahme zu schicken und hat uns deswegen eine nette E-Mail geschrieben, in der er sich erstmal ganz herzlich für 300 Folgen bedankt und sagt, er möchte gerne mehr Tippspiel, mehr Videos, mehr Gäste und dass wir mehr über glorreiche Zeiten von früher sprechen. Das schreit ja förmlich nach irgendwie mal so einer Folge zu machen, so was macht eigentlich? Ne? Hatten wir auch mehr von allem gedacht. Genau, quasi so ein bisschen mehr von allem. Und dann sollten wir jetzt nochmal so den ein oder anderen gesprochenen Beitrag hier mit aufführen. Herr Basti, eine Zahl bitte. Boah, jetzt kommt es nämlich, ich sag jetzt mal die 15. Die 15, das ist der Thomas, den hatten wir noch nicht. Hallo, hier spricht Thomas aus Berlin, auf Twitter als Rakox unterwegs. Ja. Erstmal Glückwunsch zum 300. Und was ich von euch wissen will, ist, wer sind eigentlich eure 3 All-Time-Heroes der Eintracht? Die 3 Spieler, die euch am meisten am Herzen liegen. Bin mal gespannt, wer euch da einfällt. Grüße aus Berlin und auf die nächsten 300. Puh, das ist schwere Kosten. Grüße erstmal zurück. Ja.
bekanntes Twitter-Gesicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich fange einfach mal mit drei an. Ja, wir können ja jeder drei nennen. Auf jeden Fall für mich JJ Okocha, ganz, ganz wichtiger Mensch. Check. Charlie Körbel, ja, für mich auch, weiß ich, also wie soll ich sagen, ja, einfach sehr, sehr ikonisch, allein aufgrund seiner Zugehörigkeit. Und last but not least, ich glaube, Yeboah. Check. Schon ziemlich gut. Ja, Okocha, Yeboah hätte ich auch und dann ganz klar Jan-Arge Fjørtoft. Ja, auch geil. Was mit dem Ocker? Ja, ich habe ja auch nach Qualität beurteilt. Oh, der war jetzt fies, Marvin. Das war nein, das ist doch gar nicht böse gemeint. Aber ich denke, wir brauchen nicht, also es ist nicht einer der zehn. Also naja. Nee, das ist, also bei mir ist das so eine ganz klare aus dem Bauch raus. Das sind so die Spieler, wo ich am meisten Gänsehautmomente mit verbinde. Die wir natürlich auch erlebt haben, ein Grabowski oder sonst was wäre natürlich auch. Ja, klar, aber da kann ich halt. Ne, ja, aber da steht Charlie Körbel ja auch ganz oben auf der Liste, ne? Der war so lange da. Der war so lange, dass das ist echt schon miterlebt. Also ich nehme auch natürlich Okocha und Yeboah, muss man, glaube ich, nehmen. Geht ja, da gibt es wenig. Und der dritte ist bei mir Andreas Möller. Ja, okay. Ist das jetzt, weil du eine Überleitung brauchst? Nee, ich weiß nicht, ich weiß, dass viele den nicht leihen können für mich, aber meiner Fußballsozialisation war es immer mein Lieblingsspieler. Auch bei ihm war es sogar fast auch egal, wo er gespielt hat. Einer der unterschätztesten deutschen Fußballer aller Zeiten, finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Weil er halt natürlich auch merkwürdige Moves gemacht hat, darf man nicht vergessen. Aber auf dem Platz. Schutzschwalbe! Also auf dem Platz ist er für mich einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten. Und ich habe es immer genossen, als er bei der Eintracht gespielt hat. Also ich werfe noch einen ins Rennen. Und zwar natürlich, wen denn sonst außer A14? Es muss das sein, tut mir leid. Ich wusste, als du ausgeholt hattest, was kommt. Sie wollte schon auflegen. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass er jetzt Rainer Raufmann sagt oder so. Ich hätte gedacht, wenn wir vergessen haben, Uwe Bein dürfen wir auch nicht vergessen, glaube ich. Ja, aber das ist halt natürlich, Uwe Bein darf es nicht vergessen. Ich habe auch, Uwe Bindewald ist für mich genau so. Ja, Schuhe, sagen, Schuhe, da sind halt so viele. Also es ist, aber ich meine, es wurden drei gesagt, wir haben drei genannt, so, weißt du. Und natürlich gehört Nikolov. Wenn ich den Torhüter aussuchen müsste, Alex, du hast ja vollkommen recht, der wäre es für mich auch Nikolov. Auch weil natürlich er schon so lange dabei war, er so ein geiles, so ein Sicht ist für die Eintracht. Jemand, also der für die Eintracht natürlich steht. Aber wie gesagt, wir haben drei gesagt. Ich glaube, kann keiner unzufrieden sein mit unseren Aussagen. Nee. Ich glaube, Alex hatte noch keine drei. Ich habe einen genannt und der wurde sofort zerrissen. Da habe ich jetzt auch keine Lust mehr. mi. Nee, ich wollte eigentlich auch noch Alex Meyer einwerfen, aber das kam ja da. Dennis ja leider. Da kam ich zu schnell. Sorry. Ja, das ist. Hihi, kamst du zu schnell, hihi. Oh. Boah, Alter, ich bin jetzt. Heute ist 20 Jahre Viagra-Tag, ne? Heute ist der Geburtstag von Viagra und ich habe eigentlich. Würde ich da erstmal sagen. Ne? Ja. Müssen wir jetzt singen oder was? Naja, keine Ahnung, René, was du in der letzten Zeit damit gemacht hast. Nein, aber ich wollte auf jeden Fall erst nochmal ganz kurz sagen, die Simon hat uns geschrieben, richtet uns schöne Grüße aus, vielen Dank für viele schöne Stunden, sie ist eine der treuesten Hörerinnen, sie fährt auch mit seit der ersten Stunde dazu, ihr kennt sie ja zum großen Teil und sie hatte eigentlich eine Sprachnachricht geschickt, aber das hat nicht so funktioniert, deswegen hat sie wieder gelöscht, hat sich anscheinend ganz schlimm angehört, hat sie gemeint. Naja, wie das manchmal so ist, aber vielen Dank für die Nachricht und wir können jetzt weitermachen, weil ich denke, wir haben nämlich noch die ein oder andere. Genau, dann sag doch auch direkt mal eine Zahl, Marvin. Ja, gut, nämlich die 26. Die 26, das ist der Dirk. Liebe Eintracht-Podcast, 300 Folgen, das ist einfach Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch dazu. Selbst als FC-Fan muss ich sagen, ihr gehört einfach zur Stadt. Übrigens bin ich gerade in Berlin, ich check hier schon mal die Lage und drücke euch die Daumen, dass ihr dieses Jahr hier wieder hinfahren dürft. Grüße. Geil. Und das ist übrigens der Kollege von dem Meller-Tweet. Genau, das ist der Tick-Finio. Genau.
Mann der Stunde. Alter, dieser Tweet, nochmal zur Erklärung, Dirk ja auch Frankfurter, lange dabei, jetzt auch schon, wohnt er jetzt schon lange hier, guter Freund übrigens auch von der Simon, ich glaube, wir kennen ihn ja alle auch schon persönlich, ja. Und der war jetzt vor ein paar Tagen, also @Dirkinho bei Twitter unterwegs, wie er schon gerade gesagt hat, nach Berlin, und dann sieht er Andi Möller, ja, sieht er Andi Möller schräg gegenüber im ICE, und Andi Möller blättert halt rum und sieht, ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, so eine Werbeanzeige, ja, und wie geil dieses Bild ist, dass Andi Möller sich diese Werbeanzeige anguckt. Ja. Wunderbar. Total genial. Ja. Und liebe Leute, ich habe schon ein paar Leute gelesen, die gemeint haben, es wäre eine Fotomontage. Könnte ich bei Dirkinho ganz sicher sein, dass sowas nicht vorkommt. Einfach da einer der absolut geilsten Dinge, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ja. Wir hauen es auch in die Shownotes, würde ich sagen. Genau, können wir da mit reinhauen. Frau Alex, sagen Sie eine Zahl. 9. Die 9, lass mich mal gucken. Das ist der Klaas, den hatten wir auch noch nicht. Eintracht Frankfurt Podcast, Gude. Hier ist der Klaas aus Dänemark. Ich bin im Taunus aufgewachsen, in Oberhöchstadt. Und dort hat meine Liebe zur Eintracht auch begonnen. Wir sind dann 98, als ich 15 war, zurück nach Dänemark gezogen. Und dann wurde das mit dem Fansein schwieriger. Mit dem Internet ein bisschen einfacher, aber erst seit ich euch letztes Jahr, also 2017, entdeckt habe, viel zu spät, fühle ich mich wieder richtig als Fan, wieder als ob ich ein bisschen dabei bin. Und dafür wollte ich euch danken. Ich fühle mich einen kleinen Schritt näher meiner alten Heimat, und das gibt mir ein sehr schönes Gefühl. Und dafür wollte ich euch halt danken. Glückwunsch zu den 300 Folgen. Ich werde auf jeden Fall für die nächsten 300 Folgen dabei sein. Und einfach nochmal vielen Dank. Grüße. Das ist cool. Immer wieder Wahnsinn, wo man überall Hörer von uns findet. Das ist einfach. Aus fucking Dänemark, ja. Geil ist das denn, oder? Ja, auch halt Grüße auch, auf jeden Fall. Auch die Geschichte dahinter, dass er halt sagt, dass wir so ein bisschen da wieder ihm den Anschluss aufbringen. Das sind so Dinge, da weiß man wieder, warum wir das mal angefangen haben. Da geht das Herz auf. Ja. Ach herrje, wie schön. Dennis, sag eine Zahl zum Herz aufgehen. Okay, die 11. Die 11, das ist Alexei. So, ich bin hier auf der Arbeit, deshalb muss ich ein bisschen leise sein. Diese Firma und so. Danke, Jungs, für 300 Folgen hohe Fanliebe und Leid für die Diva von meinen Schwarz und Weiß. Heißester Scheiß in der Liga zurzeit. Ihr mögt euch fragen, dieser Anzugjob, was du de. Danke sagen, für was denn los mit euch und Gude. Und abschlussendlich danke für Ante Rebic, denn wer glaubt, dass es Freddys Werk alleine war, der kennt Basti Red nicht. Letzte Frage, Folge 289. Freitagmorgen lang? Ich mach mir Sorgen, Mann. Sagt mir nächstes Mal Bescheid, damit ich euch beim Bäcker was besorgen kann. Bis out und Grüße. Geil. Oh, herrlich. Das war die Fans. So gut. Wir haben Fans, die rappen können, die geil ist. Dankeschön. Ja. Großartig. Das ist großartig. Bäcker was besorgen kann, das ist auf jeden Fall mit in den Tag nehmen morgen. Grüße. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir mit einem anderen Hörer weiter. Ich spiele es erst ab und dann sagen wir danach was. Das ist nämlich jetzt das exakte Gegenstück zu dem Gereppe. Moin. Ich wollte mal sagen, dass der Eintracht Frankfurt Podcast einer der Gröten ist. Ich will die wat mit Rosenfunk und all den Shit. Da so eins Gedöns. Nee, Eintracht Frankfurt Podcast, den musst du hören. Schöne Gröde aus Hamburg. Ich weiß, wer es ist. Ich habe ihn persönlich kennenlernen dürfen. Dann sage es. Der Glonsch. Genau, das war der Glonsch. Geiler Typ. Oh, Scheiße. Also das war eine ganz wilde Nacht mit ihm in Hamburg. Nochmals Grüße. Oh Gott, Bilder raus aus meinem Kopf. Schnell, Alex. Denk an Alex Meyer. Oh, vorbei. Schon vorbei. So, wenn du an mich denkst, wenn ich nackt bin, geht es ziemlich schnell, gell? Zack, vorbei. Ah. Das hat irgendwie sich heute eingeschlichen in diese Sendung hier. Ich glaube auch. Das ist irgendwie, ja, weiß passen. Nicht. Gut. Explicit. Aber dem Gonsch müssen wir an der Stelle auch nochmal Danke sagen für die tollen Bilder, die er jetzt hier im Vorfeld von der 300 gezaubert hat, die er ja die letzten Tage alle auf Twitter bewundern konntet. Ein Künstler seiner Art.
Ich finde es absolut herausragend. Viele Grüße, Glonches. Ich finde es absolut super, was du auch hier für uns machst. Du machst ja auch viel für 93 und so weiter und so fort. Da muss ich auch immer viel lachen. Und jetzt auch für den Eintracht-Podcast. Es ist ein stetiger Quell der Freude. Mit deinen Fotomontagen beglückst du uns alle. Und ich hoffe, das geht noch so weiter. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir die Hörerkommentare mal wieder beiseite und kommen wieder zu den altbewährten Dummschwätzern, die es da auch gibt. Alltagsgeschäft. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Dann kommen wir doch zu den Originalen. Wir müssen erstmal auflösen, wie das Ergebnis der Abstimmung der vorvorletzten Woche gelaufen ist. Wir hatten dort als mögliche Gewinner oder als Kandidaten die FAZ. Dann hatten wir Reinhard Grindl. Dann hatten wir Jochen Köhnen und dann hatten wir Ralf Rangnick und Bernadette Weiland. Und gewonnen hat mit 35,7% Reinhard Grindl. Herzlichen Glückwunsch. Stimmt zu Recht. Genau, nochmal zur Erinnerung, das war diese Aussage von ihm, dass der E-Sport ja der Tod für den normalen Fußball ist. Okay, gut, wirklich Käse. Ja, definitiv. So, und dann haben wir auch ein paar Nominierte für diese Woche. Und der erste Nominierte ist natürlich gleich, wie sollte es anders da sein, das Original himself, und zwar von mehreren genannt. Kalle Rummenigge, der sich ja so ein bisschen nach dieser 50+1 Abstimmung da in das Rampenlicht gestellt hat und unter anderem gesagt hat, dass er sich geistig von der DFL verabschiedet hat. Basti, da wolltest du doch für ihn schon drauf hinaus. Ja, der hat sich nicht nur geistig von der DFL verabschiedet, sondern ich habe es ja schon gesagt, von mehreren Sachen, glaube ich. Es ist mir ein Rätsel, wie jemand, der schon so lange in dem Geschäft ist, dass er sich über, ja, das ist ja eigentlich eine demokratische Abstimmung gewesen, so wie ich das mitgekriegt habe, wie der sich quasi empört, dass ja die Stimme und der Antrag von St. Pauli genauso viel wert sind wie seiner, das sagt alles über ihn aus. Also das hat beim Goretzka-Transfer hat sich das angedeutet, als er sich wunderte, dass Fußball Deutschland ihm nicht dankbar auf die Schulter klopft, weil Goretzka ja so in Deutschland gehalten wurde, wo sich jeder schon gefragt hat, bockt mich eigentlich nicht. Der FC Bayern bröckelt auch so ein bisschen und du hast das Gefühl, die schlagen so ein bisschen um sich, weil die selber, glaube ich, intern so ein bisschen nicht wissen, wo sie hinwollen. Und diese ganzen Aussagen, die er getroffen hat, dass St. Pauli auch ein mäßiger Verein ist, der ja noch nie international gespielt hat. Das ist so dieses typische von oben herab mäßige, das kann ich kaum noch ertragen. Also es ist auch nicht mehr lustig, sondern es macht mich eher aggressiv. Aber man muss auch dazu sagen, ihr hattet es ja auch bei 93 schon, die Reaktion von Andreas Rettich war halt auch solide, würde ich es jetzt mal nennen. War echt gut, ja. Er hat einfach nur geantwortet, er kann jetzt rumlegen, aber ein erstklassiger Stürmer, Punkt. Fertig. Ich glaube, das ist die beste Reaktion, die du auf so eine Aussage geben kannst. Ja, es fasst einfach viel zusammen, aber trotzdem ist es halt einfach bedenklich, die Äußerung von Rummenigge, und das zeigt, in welcher Art und Weise er halt denkt, ne? Also wir sind schon Über- und Unterordnungsstrukturen und er kommt halt schwierig damit klar, dass es halt hier eine deutliche Abstimmung war, die zu seinen Ungunsten passiert ist. Das muss einem ja nicht gefallen, wenn du eine andere Position vertrittst, ist vollkommen okay, aber du musst akzeptieren, aber dann wieder so rumzupoltern. Ich tue mir ehrlich gesagt, einfach nur schwer, denn wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, wie lange Leute noch Bock drauf haben, zum FC Bayern zu gehen. Also wenn dieses Terror-Duo von Uli und Rummenigge da jetzt noch Jahre weiter herumdilettiert, machen die vieles von dem kaputt, was sie irgendwie mal aufgebaut haben. Weil das mag man sich gar nicht vorstellen. Aber wenn du mal dort bist und guckst dir das alles an, das sieht alles professionell aus. Aber das ist trotzdem immer noch ein relativ wackeliges Gerüst. Also es gibt halt auch andere, die halt mehr Geld haben. Und das ist natürlich so. Deswegen geht ihm ja mittlerweile ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Aber
wenn du mit solchen Aussagen und auch irgendwann mal ganz Deutschland gegen dich aufbringst und ganz Fußball-Deutschland gegen dich aufbringst und auch dauerhaft schlechte Schlagzeilen sorgst, für schlechte Schlagzeilen sorgst, wird sich das auch nicht großartig positiv auf den Verein auswirken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, definitiv richtig. Dann haben wir eine zweite Hörernominierung vom Bernie, die schließt quasi daran an, und zwar nominiert er Michael Asshelm, der für die FAZ einen, ja, ich würde es jetzt mal sehr bayernhörigen Artikel geschrieben hat, der eben auch sagt, dass quasi die Liga sich selbst hinrichtet mit dieser Abstimmung. Hinrichtet, Alter, wenn ich das schon höre, man muss auch mal bei dieser 50+1-Diskussion mal die Kirche im Dorf lassen, da kommen keine Menschen ums Leben, Alter. Nee. Also, nee, es ist interessant eigentlich, ne? Es ist interessant, mit welcher Energie diese Diskussion geführt wird, ne? Ja, also. Das ist, also ich weiß auch nicht. Es ist ja wie überall, ich will auch gar nicht anfangen, es ist nervig einfach. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir den Beitrag gar nicht durchgelesen, aber es wird schon sicher seine berechtigte. Ja. Ich habe ihn auch nur stellenweise lesen können, weil es für mich dann auch wieder so ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen wird. Das ist halt auch immer wieder so diese Standardaussage, die irgendwie herbeigeführt wird, dass die Bundesliga sich selbst die Chancen vermauert, irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Und das ist etwas, was ich halt nicht sehe. Also selbst wenn wir das gleiche Geld hätten, ein Neymar würde nicht in Deutschland spielen. Und selbst wenn, und dann soll ich hier auf meinen Tisch wichsen oder was? Was ist denn dann? Ja, das ist es doch. Ich verstehe das nicht. Okay. Also, ja, nein, ich verstehe es nicht. Es geht doch nicht immer nur darum, um andere, Konkurrenz zu anderen. Das ist doch hier kein, das ist doch nicht nur ein Wirtschaftsprodukt. Das ist doch eben nicht nur, das sind Vereine. Das ist doch nicht nur Volkswagen gegen Renault. SAP. Ist doch, ja, und das ist es doch nicht. Da stecken Menschen dahinter. Es geht darum, dass jeder genug Geld hat, dass jeder Verein seine Mitarbeiter bezahlen kann, dass aber gleichzeitig die Zuschauer, die Menschen, die in diesem Land leben, mit Fußball versorgt werden können, weil das etwas ist, das sie irgendwo zufriedenstellt, das sie irgendwie in gewisser Art und Weise auch ausleben lässt, damit sie irgendwie zu Hause normal sind und so weiter und so fort. Das sind doch die Punkte. Und da geht es doch nicht immer nur um eine internationale Vergleichbarkeit. Natürlich hast du das, aber das hast du im Zweifel in der Nationalmannschaft. Und dann gibt es Jahre, wo es schlechter läuft, dann setzt du irgendwo an, dann musst du im Training früher ansetzen, was ja tausendmal gemacht wird. Also was ist denn los? Ja, also das ist, das, also ich finde ich immens befremdlich, aber das ist halt dieser rein kapitalistische Gedanke. Genau, es wird höher, immer nur auf schneller, weiter. Ja? Ich muss da noch einmal kurz einhaken. Ich bin ja voll auch bei eurer Meinung und das ist auch genau das, was ich vertrete. Ich will auch lieber diese Fußballromantik und den klassischen Fußball hier weiterhin haben. Ich glaube, der Gedanke dahinter ist auch oft ein 0815-Typi, den Fußball normalerweise nicht interessiert, den er hofft, sich natürlich einen Finanzinvestor dann ins Stadion zu bringen, wenn er oder ein Trikot von einem Verein zu kaufen, wenn Neymar hinten draufsteht oder wenn Neymar aufläuft. Dass eben Spieler, die ein internationales Format haben, dass du auch breiter die Leute ansprichst und dadurch natürlich dann entsprechend, aber ihr habt es vorhin schon richtig angesprochen, die Leute sind auch sofort wieder gelangweilt und gucken dann, was weiß ich, wieder Formel 1 oder irgendwas anderes, also was wirklich gar nichts mehr mit Fußball zu tun hat oder auch entsprechend dann irgendwie eine völlig andere Sportart. Also ich finde es auch, es ist ein völlig falscher Weg. Man muss nur immer bedenken, der Punkt dahinter steckt oft für uns, wir können das sowieso nicht nachvollziehen. Es gibt aber natürlich Leute und Interessen, die dann entsprechend angesprochen werden sollen. Ich brauche sie nicht, ich brauche die auch nicht im Stadion. Irgendwelche Event-Fans, Eventies, wir sehen es ja bei die Mannschaft etc. Aber das ist das, was du dir erwartest. Deshalb wird auch ja alles, haben wir ja schon wochenlang und monatelang drüber gesprochen, wie auch das Fernsehprogramm immer mehr zu diesem Verblödelungs, irgendeine Scheiße, irgendein Depp setzt sich dahin, erzählt die größte Rotscheiße, die einfach nur populistischer Kack ist, überhaupt nichts Fundiertes. Das interessiert uns alle hier nicht mehr. Aber es gibt aber genug Leute, die ansagen, ach wie interessant, guck mal, der fürchterlich. Das verstehe ich, das verstehe ich, Dennis, auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, ja, dann ist Neymar im Stadion, dann haben wir Tickets verkauft und so weiter. Aber das ist halt dieser kurzfristige Gedanke, weil du bindest Leute nur an eine Person und nicht an einen Verein. Das heißt, wenn der Spieler nicht mehr dort spielt, sind die Fans wieder weg. Es geht aber darum, dass du halt eine langfristige Bindung hast. Stimmt, hast du völlig recht. Weißt du, was ich bei dieser Diskussion noch viel schlimmer finde, nämlich den Punkt, der immer wieder vergessen wird, gerade wenn man sich mal diesen Neymar-Transfer anguckt. Mhm. Wer hat denn am Ende von diesem Transfer am meisten profitiert? Das war nämlich der Ausrüster
weil der nämlich zufälligerweise Ausrüster beider Vereine ist und jetzt in Zukunft nämlich sowohl Barcelona als auch PSG-Trikots in einer immensen Höhe verkaufen kann und deswegen auch diesen Transfer mit unterstützt hat, weil der ist am Ende nämlich der Gewinner. Und genau wie du es gerade gesagt hast, Marvin, wenn der Spieler nämlich dann weg ist, der wird weiterhin bei dem Ausrüster bleiben, aber der ist weg von dem Verein. Und was passiert mit dem Verein denn dann am Ende? Du hast so ein Heuschreckenprinzip und das ist, geht mir in dieser Diskussion so ein bisschen unter. Keiner guckt wirklich auf alle Fakten, die da auf dem Tisch liegen müssten. Ja, und keiner redet darüber, dass Leute, die dann dadurch, wenn diese Regel fällt, in den Fußball kommen, Geld machen wollen. Das sind doch keine Wohltäter, weil wenn welche wären, können die doch jetzt schon kommen. Nee, es wenn ist irgendein Milliardär da sitzt, der die Eintracht unterstützen will, dann gib doch das Geld her. Also, ja, komm doch her. Ja. Aber den anderen Milliardär, der mit der Eintracht Geld machen will, der soll sich verpissen. Ich habe bei 93 auch schon gesagt, für Milliardäre wird es doch wohl genug Investitionsfelder geben, wo die dich austoben können, die sollen doch uns in Ruhe lassen. Also das ist doch, Fußball ist doch, wie der Marvin gesagt hat, das bedeutet vielen Einzelpersonen auch was, das ist in der ganzen Stadt, die Identifikation stiftet, da muss doch jetzt keiner herkommen und dann sagen, hier, ich gebe euch viel Geld, hier, dann findet ihr mich toll und dann, ja mein Gott, dann ist es vielleicht kurzfristig mal toll und was ist denn, wenn er wieder weg ist? Ich habe keinen Bock so zu sitzen wie 60, also ich habe keinen Bock da zu sitzen wie 1860, wo ich jeden Tag irgendeinen Chaos-Scheiß lesen muss, wo mein Verein am Arsch geht, der jetzt irgendwo in der Regionalliga rumkrebst. Weil das kann nämlich auch passieren. Natürlich wird es positive Beispiele geben und die Man City-Fans freuen sich wahrscheinlich. Aber es gibt genug Gegenbeispiele. Es gibt den FC Portsmouth, es gibt viele Sachen, die ihre Trikotfarbe ändern mussten, weil der Sponsor oder der Milliardär, der Investor, irgendwie eine Fastfood-Kette hat, die rot als Markenfarbe hatten, wo die dann die Trikots ändern mussten und das Maskottchen ist plötzlich ein Huhn oder irgendwas. Leute, das gibt's alles, das kann uns auch hier blühen, wenn man da keine Regelungen findet. Und ich finde gut, dass es noch welche gibt, weil man sieht doch die Blaupause ist doch schon da, weil Leipzig diese ganzen Regeln, die existieren, umgangen hat. Und man sieht ja, was für ein Publikum dort angezogen wird. Die haben einen schönen Fußballabend, wenn die zu Hause gegen Bayern spielen, da ist da auch gute Stimmung, sieht alles ganz toll aus. Wenn die aber mal 30 Kilometer weit fahren sollen, sind da nur noch 20 Fans, so. Und das zeigt doch die Leidenschaft dieser Fans für den Fußball. Und das ist auch ein Produkt, das wäre aber ein anderes Produkt als das, was wir jetzt haben. Wenn das nur noch solche Leute anzieht, ja, dann hast du ein Produkt, ich weiß nicht, das fände ich nicht mehr so interessant. Ich weiß auch nicht, ob das so langfristig tragfähig ist, weil dann am Ende kommt der nächste Hype und diese ganzen Leute ziehen weiter zum Eishockey, keine Ahnung. Und dann stehen die dann da, weil ich weiß es nicht. Und ich verstehe den Gedanken trotzdem nicht zu sagen, warum kann man denn nicht anhand des vorhandenen Modells gucken, dass es gut wird. Es muss doch nicht am Ende der Kette jemand immer stehen, der dann richtig viel Asche damit macht. Ja, genau. Weißt du? Investier deine Milliarden doch woanders. Es ist ja nicht wirklich, die Leute tun so, als wenn das Naturgesetz wäre, dass man mit einer Sache, die irgendwie viel Beliebtheit hat, Geld verdienen muss. Aber es muss nicht so sein. Ganz ehrlich, Leute, wenn man sich mal umschaut, kam diese Backshops plötzlich in Trend. Boah, geil, die sind den ganzen Tag auf und da kriege ich ganz schnell mein hässliches, ekelhaftes Analog-Croissant. Ja, und was passiert? Die Leute rennen am Anfang dahin, es macht ein Ding nach dem anderen auf. Ja, und was passiert jetzt? Jetzt stehen die Leute hier im Öderweg bei Zeit für Brot. Warum? Weil die ganz normales Brot backen. Und dann stehen die Leute Schlange und in dem Backshop steht irgendeine arme 4-Euro-Kraft, wo keiner mehr hinkommt. Nur weil es mal kurz ein Hype war. Diese ganze Fußballsache kann auch sein, dass der Fußball für viele Leute wie so ein Bubble-Tea-Store ist, wo irgend so, ja, finde ich immer ganz kurz cool, gehe ich aber danach nicht mehr hin. Das muss man alles bedenken, dass es Leute anzieht, die so ein Produkt auch aussaugen können, im Sinne von, finde ich gerade mal ganz geil, simuliert dadurch natürlich auch falsche Zahlen, weil die denken, okay, wenn es so weitergeht, dann bleibt es so, aber ja. Aber ja, damit kommen wir wieder so ein bisschen zu meiner Aussage von vorhin. Wo ist so der langfristige Plan? Wo will man mit der Bundesliga hin? Momentan ist es halt wirklich nur... Die Bundesliga hat ein geiles Fundament. Ja. Ganz ehrlich, die Bundesliga hat ein geiles Fundament mit dieser Fankultur für einen langfristigen Plan. Wenn man die aber jetzt aufgrund von kurzfristigen monetären Zuflüssen wirklich vergraulen will, was man auch schon macht mit Montagsspielen und so weiter, ja, dann hast du es wirklich so irgendwann so weit wie in England. Das ist ein Stadion voller Touristen hast. Ich wage aber die Behauptung trotzdem, auch wenn die oft widersprochen wird, dass die Bundesliga eben nicht diese Stahlkraft hat, immer genug Touristen zu finden, die die Stadien hier füllen werden. Nee, erstens das und zweitens ist es so, ich meine, England wie auch immer, aber es ist natürlich auch so, wir haben unser Steckenpferd, unsere, wie soll ich sagen, Selling Points halt, wie Fans und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist es auch so, du hast immer eine Variable. Du wirst nie immer dauerhaft geile Spiele sehen.
Genau. Und das heißt, und du wirst nie immer alle Fans zufriedenstellen können. Aber wenn du die Fans so an den Verein gebunden hast, dass sie halt dir auch in schlechten Zeiten die Treue halten. Wenn's mal nicht so läuft. Das beste Beispiel. Genau, dann gehen sie halt trotzdem ins Stadion, weil sie denken, ach, dieser Scheißverein, habe ich halt keinen Bock und jetzt regnet es 5 Grad. Ach, fick dich, geh halt trotzdem ins Stadion, weil es halt die Eintracht. Aber wenn ich halt nur Fan von Neymar oder was weiß ich oder Hostinho bin oder was weiß ich, wer dann irgendwann mal da Fußball spielt. Ja, und ja, aber dann sage ich mal, ja gut, okay, aber die Mannschaft ist schlecht drauf. Hostinho ist halt irgendwie, ja gut, der ist einer, da gehe ich halt nicht mehr ins Stadion. Also du brauchst diese Bindung. Und mich nervt das halt, wir müssen das jetzt auch mal abschließen, weil das ist eine Diskussion, die wir nie abschließen können, aber dieser rein kommerzielle Gedanke, denn es ist auch, Fußball ist ein gesellschaftliches Konstrukt und ist auch gesellschaftlicher Kleber. Und wir dürfen nicht nur dieses rein wirtschaftliche in den Vordergrund stellen, dass das gefährdet, dass es ein gesellschaftlicher Kleber noch sein kann. Ja, weil irgendwann wird es das dann nicht mehr, wenn wir nur diese finanziellen Interessen in den Vordergrund rücken, dass du so viele Leute ausschließt und so viele Leute außen vor lässt, dass es nicht mehr diesen Halt hat. Wir sind eh in einer wackeligen Gesellschaft und wir würden das dadurch auch noch weiter destabilisieren. Weil Fußball ist einfach Volkssport Nummer 1 in Deutschland, das ist einfach so. Und wenn wir den weiter korrumpieren, dann brechen noch mehr Teile auseinander, weil es weniger Möglichkeiten gibt für Leute irgendwie sich auszuleben. Punkt. Punkt. Passt. Genau. Vielleicht will die Alex noch was sagen. Die haben jetzt totgequatscht gehabt. Alles gesagt. Alles gesagt. Hervorragend. Wir haben noch weitere Dummschwätzer hier Kandidaten auf der Liste. Die unendliche Folge heute. Die unendliche, ja. Mal sehen, ob wir... Ja. Wie weit wir an den Tageswechsel ankommen, ich wollte schon Jahreswechsel sagen, aber das wäre ein bisschen sehr optimistisch. Wow, okay. Als nächstes steht hier Pit Gottschalk in der Liste. Wer hat ihn denn eingetragen? Ich habe ihn eingetragen, weil der Usain Bolt war ja beim Dortmund-Training zu Gast und das hat den Herrn Pit Gottschalk von Funke Sport, das ist jetzt glaube ich von Sportbild gelandet, hat ihn dazu veranlasst, einen Tweet abzusetzen bzw. die Aussage zu tätigen, dass spätestens nach der Aktion Borussia Dortmund sich nie mehr bei Red Bull Leipzig beschweren darf, weil die machen ja auch Marketing. Ich habe mir gedacht, ja, ist ja auch sehr vergleichbar natürlich, das Geschäftsmodell Red Bull und Dortmund. Hat mich dazu veranlasst, ihn auf jeden Fall zu nominieren, weil diese Diskussion geht mir auch auf den Sack, dass mit Marketingaktionen von anderen Vereinen gerechtfertigt wird, wie Red Bull in die Bundesliga gekommen ist, weil das für mich trotzdem noch zwei verschiedene Paar Schuhe sind, aber das trotzdem immer wieder probiert wird zu verwässern, zu sagen, okay, Red Bull macht Werbung, Dortmund macht auch Werbung. Die haben auch einen Sponsor und das ist auch ein Sponsor. Nein, es ist trotzdem was anderes, wenn eben jener Sponsor derjenige ist, der alles bestimmt dort. Und ich glaube nicht, dass Puma oder Evonik bei Dortmund komplett die Hosen anhaben, sondern das ist wie mit dem Huhn und dem Ei. Ich glaube, Dortmund war schon da. Die haben durch gewisse sportliche Erfolge dafür gesorgt, dass sie einen gewissen Sponsoring, gewisses Sponsoring bekommen, weil sie auch eine Markenkraft haben. Bei Red Bull war das andersrum. Das ist zu Genüge diskutiert worden. Ich wollte nur sagen, ich habe keinen Bock, dass das immer wieder relativiert wird. Ja. Ja, stimmt. Ist ein guter Punkt. So, dann haben wir als nächstes den Herrn Berthold auf der Liste. Na gut, das haben wir ja schon erklärt. Ja, der ist alleine für seinen Kommentar in der Bild nominiert. Eben, ja. Das ist ein geiles Zitat irgendwie, wo er, ich glaube, den FC Southampton oder so nimmt er sich vor und da schreibt er dann auch irgendwie, keine Ahnung, der Club wäre für 1 Million gekauft worden und wurde dann an die Chinesen für 300 Millionen verkauft worden. Dann steht so als nächstes da. Und glauben Sie, die Fans würden sich beschweren? Fragezeichen. Ich denke, natürlich. Diejenigen, die Karte Fans, nicht mehr zahlen, damals, natürlich genau, beschweren. Die damals Fans waren, die werden sich auf jeden Fall beschweren, weil du sie nicht kennst. Na eben. Die müssen sich damit irgendwelchen Autos auseinandersetzen, weil scheint die Karten 100 Euro kosten, ja. Ja. Grüße, Thomas. Und dann hat noch jemand den DFB-Anwalt auf die Liste geschrieben. Ja, das muss ich korrigieren, das ist nicht unbedingt der Anwalt vom DFB, sondern im Speziellen von Horst R. Schmidt, bei dem, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, lustige Dokumente auf dem Computer gefunden wurden. Die gelöschten Dokumenten. Die Agenda der schwarzen Kassen heißt die Datei tatsächlich so. Wurde bei ihm auf dem Laptop gefunden unter gelöschte Dokumente. Also er hat gedacht, er hat es gelöscht, hat sich nicht aus dem Papierkorb rausgeholt, bis ich will. Ist das ernst? Oh mein Gott. Das ist ernst, ich schicke dir den Link, ich schicke dir gleich einen Artikel, Marvin. Ich habe es auch gesehen. Und das Zitat, was ich cool fand, weil das war, wie gesagt, das war eben jener Laptop vom Herr Horst R. Schmidt, DFB-Funktionär, und der Herr Bernd Groß reagierte dann auf diesen Fragenkatalog des Spiegels mit folgendem Satz: Herr Schmidt ist nicht Verfasser des Dokuments. Die Frage, wer sonst die Datei auf Schmidts Rechner, bla bla bla. Auf jeden Fall
haben die das auf seinem Rechner gefunden und er sagt, er hätte weder die Datei erstellt, noch wisse er von der Datei. Wo ich mir dann gedacht habe, klar, beim DFB, das sind so Gemeinschaftslaptops, die stehen dann im Flur rum, da kann jeder dran. Super, beides wäre für sich gesehen schon absurd. Also entweder hat er die Datei erstellt und wenn er es wirklich nicht war, finde ich es merkwürdig, dass es möglich ist, dass das einer macht und bei ihm in die gelöschten Dokumente reinhaut. Und denkst, naja, da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, mit Passwörtern vielleicht arbeiten. Also stellvertretend habe ich ihn auf jeden Fall nominiert für diese ganze Posse, die sich da jetzt weiter abgespielt hat, mit dieser gelöschten PDF, wo wirklich drauf stand, dass keiner genau weiß. Und in dem Dokument steht, es wurde wahrscheinlich für Stimmenbeeinflussung das Geld ausgegeben. Das behalten die auf ihrem eigenen Computer im Papierkorb und löschen das nicht mal komplett raus. Alter, finden sie es wenigstens wieder, ne? Das ist halt genau ein Ort, wo du zentral Sachen ablegen kannst. Ich habe das doch gelöscht hier, das finden die nicht im Papierkorb, schau die nicht hier, komm. Und dann mit diesem Namen. Und dann, genau. Agenda der schwarzen Kassen. Grüß. Ich habe gerade eben noch einen Beitrag des DFB gefunden, dass Horst R. Schmidt 2013 das Bundesverdienstkreuz verliehen hat für seine lang anhaltende Arbeit beim DFB. Ja, super. 2015 wurde die Datei, glaube ich. Oh yeah. Seine größte Herausforderung war das Sommermärchen 2006 in Deutschland. Schmidt wirkte damals parallel als geschäftsführender Vizepräsident des Olympischen Komitees und als Generalsekretär des DFB. Leute. Das heißt Korruption written all over it. Also ich bin beim Olympischen, beim IOC unterwegs und beim DFB. Ich bin ganz ein integrer Mann. Grüße. Ach, also ich finde es mittlerweile sehr, sehr lächerlich. Es hat eine gewisse Art von Slapstick mittlerweile. Das ist Slapstick, genau, René. Das ist wirklich ein Slapstick im Sinne von, man weiß nicht mal mehr, ob das nicht auch eine Trollaktion ist, um von viel, viel schlimmeren Sachen abzulegen. Ich wollte gerade sagen, ihr hattet das ja, glaube ich, auch bei 93, dass das irgendwie so eine Art Nebelkerze ist, so nach dem, so wie es jeder von uns jedes Jahr in seiner Steuererklärung macht, so nach dem Motto, ich schreibe das mal da rein, dann haben sie was zum Rausstreichen, dann gucken sie sich den Rest nicht mehr so genau an. Genau so. Das ist also das ist, ihr macht das vielleicht. Ja, liebes Finanzamt von Rheinbach, ganz genau hinschauen. Ne? St. Augustin ist das bitte, ja. 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 Gut, haben wir noch weitere Nominierte? Frau Alex, würden Sie sonst noch jemanden nominieren wollen, außer... Nee, ich hab einen Favoriten. Du hast einen Favoriten, hervorragend. Gut, das wollen wir natürlich jetzt hier nicht sagen, das wäre ja sonst Wählerbeeinflussung, weil ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, dürft natürlich wieder abstimmen. Es gibt wieder eine kleine Abstimmung unter dem Beitrag zu dieser Folge und da könnt ihr abstimmen und dann werden wir in der nächsten Woche mal schauen, wer denn das Rennen gemacht hat. Und dann würde ich sagen, ist es schon wieder Zeit für so ein bisschen Audiokommentare. Wir haben noch ein paar übrig. So langsam wird es allerdings mit den Zahlen ein bisschen schwierig zu erraten, aber ich vertraue darauf. 12 müsste noch sein, oder? Die 12 war der Klonsch. Nein, Map. Du darfst die 13 nehmen, wenn du möchtest, Dennis. Gut, gerne. Das ist der Sebastian. So hier, gute. 300 Episode. Ach du Scheiße, hier, da kannst du nur eins sagen. Du, Herr Keil. Hier, ich freue mich für euch. Das ist richtig gut, weil ich sage ja auch immer, der Eintracht-Podcast, das ist ja quasi, das gehört ja zur Überlebensausrüstung eines guten Hessen. Ja? Zusammen mit dem Bembel am Gürtel und dem Handkäse in der Tasche. Ne? Das ist ja, also wenn ich morgens auf die Arbeit fahre und ich höre keinen Eintracht-Podcast, hier, da fühle ich mich nackig, kannst du glauben. Und insofern möchte ich nochmal sagen hier, vielen Dank von Herzen und auf die nächste 300 Folge. Also, haut rein, vielen Dank, tschö, macht's gut, du Hurli. Großartig. Dankeschön, sehr gut, ja. Ja, der Pembel am Grüße. Gürtel. Vielen Dank. Handkäse. Der Schaffer des Eintracht-Podcast-Sauf-Bingo-Spiels. Ja, Mann, geil. Stimmt, stimmt. Das haben wir ja auch noch, unser Trinkspiel. Legende. Ja. Kann ich jetzt nicht mehr mitmachen, weil mein Whisky ist all. So, Basti, sag mal noch eine Zahl. Jetzt kommt genau das, wovor ich vorhin gewarnt hatte. Ich sag die 24. Die 24 haben wir noch nicht. Und die ist jetzt knapp 2 Minuten lang, also entspannt zurücklegen. Ein bisschen ist gestochen. Hallo, liebes Team vom Eintracht-Podcast. Hier ist der Ötschi. Herzlichen Glückwunsch zu 300 Folgen. Wahnsinn. 300, Ruhm erwartet euch, wie es beim gleichnamigen Film schon heißt. Erstmal ein riesen Dankeschön an den René, der damals mit der ganzen Show so dort angefangen hat und es jetzt über mehrere Jahre geschafft hat, die Bande zusammenzuhalten, beziehungsweise auch immer wieder neue Leute zu rekrutieren. Auch dafür herzlichen Glückwunsch.
Ich bin jetzt so seit circa Folge 100 regelmäßig dabei. Das müsste so vor 5 Jahren gewesen sein. Und für mich waren da immer das ein oder andere Highlight dabei. Möchte da zum Beispiel die Monsterfolge nach dem Bordeaux-Auswärtsspiel im Europacup mit, ich glaube, 1,5 Stunden Euphorie oder immer wieder ganz gern genommen, auch wenn der Marvin vor entscheidenden Spielen den Einpeitscher macht, sei es damals das entscheidende Spiel vor dem Europapokaleinzug gegen Wolfsburg oder auch letztes Jahr vor dem Pokalfinale. Also ich bin dafür, dass das nächste Mal, wenn ein entscheidendes Spiel ansteht, der Marvin auch dann im Stadion mit dem Mikrofon auf den Rasen vor die Mannschaft geht und dann auch nochmal den Einpeitscher macht, denn das kann er richtig gut und dann werden wir den Titel auch das nächste Mal holen. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer nochmal Dankeschön, danke, danke sehr, wie der Kalle das so schön sagen würde. Man kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr euch da jede Woche hinsetzt, alles vorbereitet, aufzeichnet und auch nachbereitet, denn ihr sprecht, glaube ich, den meisten Eintracht-Fans wirklich aus der Seele und das ist für viele ein Ventil, um einfach das zu verarbeiten, was man am Wochenende im Stadion erlebt hat. Deswegen danke nochmal dafür, kann man euch nicht hoch genug dafür anrechnen. Und ja, bleibt einfach so, wie ihr seid und wir freuen uns auf die nächsten 300 Folgen. Macht's gut. Dann vielen Dank, lieber Ötschi, für diesen umfangreichen Kommentar. Ja, Herr Marvin, sehr gut. Stadionkarriere hier mit Mikro und so. Ich glaube, also erstmal Ötschi, vielen Dank. Ich glaube, vor wichtigen Spielen könnte ich das machen, würde aber dann wahrscheinlich selber in Tränen ausbrechen, weil ich so angespannt bin oder so. Aber vielen Dank für das Kompliment, es hat mich sehr gefreut. Dann darfst du direkt auch die nächste Zahl sagen, Marvin. Wow, this is complicated now. haben wir die 12 schon? Die 12 war der Clonch, den hat Dennis gerade eben schon probiert. Wow, okay. Was ist mit der 11? Wirklich? Die 11 hatten wir auch schon, das war der Alexei. 24. Die 24, 23, hervorragend, das ist eine sehr gute Wahl. Die Illuminati-Zahl, ne? War das nicht so? Das ist, ja, genau, und du kannst gleich entscheiden, ob derjenige, der da hinter diesem Türchen oder hinter dieser Nummer steckt, Illuminati ist oder nicht. Okay. Hallo Freunde, hier ist Yalcin und ich wollte mich eigentlich nur ernsthaft wundern, dass ihr Vögel schon 300 Episoden rausgebracht habt. Naja, wir haben ja nicht mal die 100 voll gekriegt. Wie dem auch sei, alles Gute weiterhin auf die nächsten 300 und hoffentlich bis bald. Tschüss. Dann vielen Dank, lieber Yalcin, auch ein dufter Typ. Grüße. Den wir ja letztes Jahr beim TK Stand kennengelernt haben und ich finde es immer noch so ein bisschen traurig, dass die mit ihrem Podcast nicht weitergemacht haben. Das fand ich so schade, auch wenn es ein Bayern-Podcast war, aber ich habe den immer gerne gehört. Selbst, dass es ein Bayern-Podcast war, hatte ich nicht abgehalten. Ne? Nee, weil die Leute da halt auch einfach sehr sympathisch waren und wenn man die Geschichte dahinter auch so ein bisschen mitkriegt, warum Yalcin dann nachher gesagt hat, hört auf, macht es noch so ein bisschen doppelt traurig. Ich empfehle euch da die Folge 99 nochmal zu hören. Sehr, sehr richtig, ja. Vielen Dank. So, Frau Alex. Oh. Ja, super, jetzt wo noch eine Zahl übrig ist, muss ich sie sagen. Nee, es sind noch ein paar mehr übrig. Kann ich nochmal mit der 3 versuchen? Oder die 4, René? Die 3 hatten wir schon, das war der Kalle-Jingle. Ich weiß nicht, ich könnte mal sagen, was wir noch so an Zahlen haben. Das wäre nochmal mal 4, René. Da spiele ich dieselbe Applaus von meinem analogen Soundboard ein. Genau, wir hätten noch da die Nummer 16, die Nummer 18. Und die 22. Die 22. Ja, da nehme ich doch mein Alter, ne? 22. Hallo, die 22 habe ich vorhin schon gesagt. Nee, doch, so. Stimmt. Ah, siehst du? Dann haben wir nur noch die 16 und die 18. Was, echt schon so kurz? Ja, dann 16 und 18. 18 ist doch auch nah dran, oder? Ja. Dann werden volljährig. Genau, endlich volljährig und das passt auch irgendwie ganz gut, finde ich. Gude vom Netfuller aus Hamburg. Herzlichen Glückwunsch zu 300 Folgen Eintracht-Podcast. Immer weitermachen, nicht aufgeben, nicht aufhören. Bleibt kritisch, bleibt so lustig. Vor allem bleibt beisammen und auf die nächsten 300. Grüße.
Also ich weiß nicht, ob ich nach dem heutigen Tag noch mal Grüße hören kann. Das war schon sehr oft dabei, ja. Auf jeden Fall, super geil, nett voller geiles Haus, super geil. Geiler Typ, habe ich am Samstag auch gesehen. Gibt es irgendjemanden aus Hamburg, den du am Samstag nicht gesehen hast? Wahrscheinlich nicht. Also ich schon nicht gesehen, sie mich wahrscheinlich. Also es haben wahrscheinlich, ja, mehr Leute, haben wahrscheinlich mehr Leute mich gesehen, als ich Leute gesehen habe. Das stimmt. So, dann haben wir noch die 16, dann fahren wir die jetzt auch noch ab. Sweet 16. Wie sind Sie denn zufrieden, vor allem mit Ihrer eigenen Leistung? Ja, also, sagen wir mal so, angesichts der äußeren Umstände bin ich jetzt doch zufrieden. Es war zwar schwerer, als ich gedacht habe, aber ich bin schon zufrieden. Ja, was meinen Sie denn überhaupt mit äußeren Umständen? Ich bin gestern Abend lang unterwegs gewesen, ja. Und bin erst heute Morgen heimgekommen, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau wann. Und auf jeden Fall war mir heute Mittag, als ich aufgewacht bin, ja, so schlecht, ja. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube das. Ich sag Ihnen, ich habe fast gekotzt, ne. Wie kommt denn dieser Höhenflug? Da denke ich, ist bestimmt auch der Trainer dran schuld. Ah ja, er ist halt ein super Trainer, er kann sich total auf die Leute einstellen und so. Also, super Trainer, absolut super Trainer. Wie geht's denn bei Ihnen weiter? Wie sieht denn die sportliche Zukunft aus? Ich muss vor allem weniger saufen, ne? Herrje, welche Leistung! Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute. Ja, das war ein Beitrag eingeschickt von Bernie. Vielen Dank für diese wunderbare Dankeschön, Komposition. Ja. Ganz großartig. Großartig. Ja, Lach- und Freudentränen haben sich abgewechselt. Ja. Und Rührungstränen auch noch. Ach. Aber das ist nicht der Bernie, das Eintracht, das Bayern-Maskottchen. Nein. 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 Nö, nur an Heimspieltagen. Ja, dann wäre es mir sympathischer als gedacht. Nein. Schöne Grüße, Bernie, hat mich gefreut. Genau, dann sind wir auch jetzt in der Tat durch mit unseren Audiokommentaren. Bin wieder sicher, bis zu welcher Nummer ging das? Bis zur 26, die hatten wir aber auch. Hast du mitgeschrieben, du Streber oder was? Ja. Die 25 auch, sicher. Die 25 war die Zambrine, die hatten wir vorhin auch. Wer war die 26? Der Dirk. Welche Nummer kontrolliert haben. Und die 24? Gehen wir jetzt nochmal schnell durch, genau. Nochmal, gut, dann fangen wir jetzt nochmal von vorne an mit der Nummer, nein. Wir haben sie alle. Sehr gut. Hier ist nichts mehr ungespielt, alles wunderbar. Grüße. Grüße. Ja, erstmal dann vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Das war wieder ein Fest. Und dann haben wir noch eine letzte Rubrik auf unserer Liste übrig, nämlich die Empfehlungen, die wir hier noch abgeben müssen. Da haben wir noch eine etwas ältere Hörerempfehlung vom Peter stehen, der uns einen und euch da draußen einen Artikel aus der 11 Freunde zum FK Östersund empfiehlt, die ja auch ganz viel mit dem Thema Kulturprogramm und so weiter getan haben, um die Mannschaft so ein bisschen zusammenzuschweißen. Und er hatte das auch so ein bisschen in Verbindung gebracht mit eben ja dieser neuen Art und dieser Professionalität, die Kovac da halt auch einfach so ein bisschen reingebracht hat, eben nicht nur es bei diesen 90 Minuten Training zu belassen, sondern halt auch so ein bisschen Thema rundherum zu bringen. Das fand ich einen ganz schönen Beitrag. Und dann hatten wir noch eine höhere Empfehlung vom Hendrik, der uns ein Sportgespräch vom Deutschlandfunk empfiehlt zu den Montagsspielen und 50+1. Das war jetzt ja auch vor der Abstimmung, aber vielleicht ist da auch das ein oder andere Interessante noch mit drin. So, dann haben wir noch auf der Liste den Andi Möller-Tweet vom Dirkinho, den hatten wir vorhin schon erwähnt, sei hiermit auch verlinkt, solltet ihr euch angucken, ist, wenn man das sieht, ist das noch viel lustiger, als wenn man es nur erzählt bekommt. Auf jeden Fall.
Dann steht hier das Buch von Tobi Escher drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Basti das da eingetragen hat. Das ist jetzt ja, weil den habe ich auch in Hamburg getroffen. Überraschend. Okay, das ist ja Wahnsinn. Nein, auf jeden Fall hat er mir dann sein neues Buch mitgegeben, was ich ja auch schon fast durch habe. Zeit der Strategen, wo er einzelne Trainer so biografisch-taktisch beschreibt. Das ist ziemlich interessant. Ist auch nicht nur für Taktik-Nerds, weil ich bin eigentlich kein Großartiger, der jetzt irgendwie sich alle Analysen reinkloppt. Aber finde ich ziemlich interessant, weil er so ein bisschen teilweise zwischen der Taktik und der Biografie so Verbindung herstellt und das einiger, ja, erklärt das auf jeden Fall auf eine Weise, die, glaube ich, auch ein breites Publikum versteht. Und das finde ich ziemlich interessant, so die über Mourinho und Guardiola und den einen oder anderen Trainer, den man vielleicht nicht in so einer Liste erwartet. Also kann man auf jeden Fall empfehlen, auch weil ich ihn jetzt persönlich kennengelernt habe, natürlich, weil es auch echt ein cooler Typ ist. Grüße. Genau, dann haben wir als nächstes die aktuelle Freunde. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Basti die auch da reingeschrieben hat. Ja, die aktuelle Freunde war in meinem Briefkasten letztens. Und da sind mal wieder ausnahmsweise, was heißt ausnahmsweise, aber ziemlich viele Artikel, die ich cool fand. Unter anderem die Titelstory, die Jagdfieber heißt, über was der Marvin vorhin nämlich nochmal angesprochen hat, wo es nämlich auch eine Reformierung vielleicht geben sollte im Jugendsystem. Weil da wird quasi beschrieben, dass er jetzt mittlerweile schon Spielerberater auf 12-Jährige die Eltern verrückt machen und so weiter, über dieses ganze System, was da vielleicht so ein bisschen schief läuft, wo quasi mit den Träumen von irgendwelchen 12-Jährigen schon gespielt wird. Das ist so die Titelstory. Dann ist aber auch ein Artikel über den geläuterten Lord Bentner drin, der in Trondheim jetzt angeln geht und sich über Dieter Hecking äußert. Ziemlich interessant. Ja, und ansonsten ist es eigentlich eine sehr runde Ausgabe gewesen, die ich ziemlich schnell durchgelesen habe. Deswegen habe ich gedacht, habe ich lange nicht mehr empfohlen, deswegen kann ich es mal wieder empfehlen. Grüße. Ja, sehr gut, klingt gut. Dann haben wir noch eine Empfehlung von unserem Hörer Stefan bekommen, der einen Beitrag zu dieser Rummenigge-Geschichte empfiehlt, und zwar aus dem Blog von Schwarz-Gelb, die nochmal so ein bisschen diese ganzen Aussagen da auseinandernehmen. Ich habe ihn selbst noch nicht gelesen, aber könnte vielleicht auch nochmal so ein bisschen einen anderen Blick dann draufbringen. Und ich empfehle natürlich ganz stark das Bundesliga 93 Crossover, war zum 26. Spieltag, gell? Nach dem 26., ja. Genau. Absolut großartig, wie ihr da die Maskottchen mit ins Spiel gebracht habt. Also sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, anhören. Ich schmeiß mal den YouTube-Link mit rein, aber gibt's ja auch als Podcast-Alternativ. So, habt ihr noch weitere Dinge, die ihr empfehlen wollt? Frau Alex. Ich hab noch eine kleine Bitte vielleicht noch. Weil tatsächlich, ich weiß nicht, manche werden den FC Blau-Weiß-Mittelstadt kennen. Nein. Und die, nicht nur Reinhard Grindel hat da geantwortet, sondern auch die Schanzer jetzt, und die haben tatsächlich gesagt, wenn wir die 1000 Retweets erreichen, dann würden sie ein Testspiel gegen uns machen. Und ich würde jetzt den René, vielleicht René, kannst du ja den Link von dem Tweet in die Shownotes stellen, und wer es noch nicht getan hat, könnt ihn bitte retweeten, das wäre ganz nett von euch. Okay, machen wir. Danke. Na gut. Das nur heißt, wir sehen dich dann auf dem Platz da, oder wie? Klar. Da müssen wir uns natürlich dann kurzfristig noch was ausdenken. Trikots gibt es ja schon mal. Präsident, ich bin ja eigentlich der Präsident von dem Ganzen. Ich bin kein Spieler. Ja, du kannst ja Spielerpräsident werden. Genau. Naja, wollte ich jetzt nur ganz Investor gut hast, ne, wenn du mich kaufen, wenn du willst. Alex, du bist schön aufgestellt. Super. Super. Alex spielt, also. Genau, du spielst cool, neben Alex Meyer im Sturm. Ich wollte gerade sagen, ich hab die 14. Das 14 definitiv. Das definitiv. Wer sonst? Wer könnte die 14 besser tragen als du? Großartig. Very nice. Ja, nee, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr, keine Tipps. Nö. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir auch den Teil abgeschlossen und befinden uns nach 2,5 Stunden Aufnahme, bisschen Vorgespräch geht noch weg, aber lange Zeit dann jetzt auch langsam, aber sicher auf der Zielgeraden. Danke für die ganzen Einsendungen, Hörer, Kommentare und so weiter, habe ich schon gesagt. Es gibt aber auch den einen oder anderen von euch, der wieder fleißig gespendet hat. Da sage ich natürlich auch ganz gerne Danke, weil uns das Thema hier auch einfach nochmal hilft, so ein bisschen am Leben zu erhalten. Und natürlich möchte ich auch Danke sagen hier den anderen 5 Pappnasen und Pappnasinnen, dass ihr das hier so lange mitmacht. Ich
hatte ja so ein bisschen Gelegenheit, jetzt mich gedanklich auf diese 300 vorzubereiten, dadurch, dass wir letzte Woche nicht aufgenommen haben. Und es ist schon echt Wahnsinn, wenn man überlegt, wie wir das Ding damals mal angefangen haben und wie wir das heute weitergemacht haben. Und das funktioniert auch nur, hier, weil wir uns... Zieh uns da mal nicht mit rein, ne? Das funktioniert auch nur, weil wir uns da gegenseitig immer motivieren. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ihr da seid. Ist schon geil, ne? Also hat auf jeden Fall bislang länger gehalten als jede meiner Beziehungen. Da ist der René einmal offen, ehrlich und empathisch und unterbrecht den. Ich hab's gerade sehr genossen, René. Vielen Dank, ich bedanke mich auch. Nein. Vielleicht solltest du deine Freundin auch nur einmal die Woche daten, Marvin. Dann geht's besser. Genau. Und vielleicht auch einmal die Woche für 2 Stunden. Ja, aber ihr dürft euch nicht sehen, ihr dürft euch nur hören. Genau. Das ist die Lösung. Nee, echt vielen Dank. Sehr schön, auf jeden Fall. René, dir auch. Ja. Dass ihr da so lange mitmacht, ja, genau, das hilft uns. Und ich habe mir ein Ziel überlegt. Ich möchte die 1899 Folgen voll machen mit euch. Also okay. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Also 50 plus 1 muss bleiben. 50 plus 1 muss bleiben, definitiv. Ansonsten wird das, es könnte aber auch sehr lustig werden. Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich wünschen die das. Der gehört mir, der Puff. Wer weiß, genau. Vielleicht. Ich kaufe das Ding. Also ich bin bereit. Du bist bereit, hervorragend. Dann würde ich sagen, machen wir direkt nächste Woche mit der 301. Folge weiter. Wir wünschen allen Hörern und Hörerinnen da draußen eine schöne Restwoche, ein schönes fußballreiches Osterwochenende. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut.